Aha. So, erstmal für die Leute, die gerade zugucken, einen wunderschönen, beziehungsweise das Nachgucken und nicht live gucken, einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Und jetzt stelle ich mal ganz kurz hier den Chat nochmal so ein, dass ich das auch sehe während des Streams. So, moin, Sabo. Und am Anfang kann man auch nochmal hallo sagen. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt da sein werden, aber wenn wieder viele Leute da sind, dann kann man natürlich nicht alles vorlesen. Aber ja, moin, moin an alle. Moin, moin, Jan Steinbach. Jetzt juckt meine Nase. Da fängt man an zu streamen und die Nase juckt. Da kann ich das jetzt nicht mehr beheben. Wartet mal ganz kurz. Wo ist das Programm? Da. Sehr schön. Das wollen wir mal nebenbei aufmachen, dass wir da die Sicht drauf haben. So, moin, moin. Ja, wie geht es euch? Liebe Grüße in die Heimat. Liebe Grüße nach Deutschland, Schweiz und Österreich, was so die Hauptländer sind, die hier zugucken. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Danke, dass ihr hier eingeschaltet habt. Gerade 230 Leute schon. Wahnsinn. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn man sich vorstellt, wie viele Leute so live zugucken. 200 Leute sind schon so. Wenn man da auf der Bühne stehen würde vor 200 Leuten, dann wird man schon nervös. Aber man sieht es ja nicht. Jetzt labere ich gerade komisch vor mich hin. Das macht dann. Wie ist die Temperatur auf der anderen Seite? Ich glaube, relativ ähnlich zu Europa bzw. Deutschland momentan. Also bei mir ist es natürlich immer noch heißer als im Rest von Los Angeles. So sieht es gerade bei mir aus, falls ihr das sehen wollt. Jeden Tag 33. Jeden Tag genau gleich für die nächste Woche. Auch mal lustig, das habe ich noch nie gesehen. Ist das richtig? Wirklich, guckt euch das mal an. Die ganze nächste Woche. Jeden Tag die gleiche Temperatur. Wahnsinn. Ja, 33 ist relativ angenehm hier, muss man sagen. Also, ich sag mal, das ist eine eher mittelmäßige Temperatur für den Sommer hier. Und das Ding ist ja, ihr schreibt ja gerade hier 37 morgen, bei mir aus Friesland 25, 33 Ostseewetter. Ja, es ist ja in Deutschland gerade genauso und ihr müsst echt wissen, 33 Grad hier sind sehr, guck mal, so spannend ist das hier. Wir reden direkt übers Wetter. Da weiß man, ich bin nicht gut in Smalltalk. Hallo, wie ist das Wetter bei euch so? Aber ist ja interessant. Also 33 Grad hier in LA sind sehr viel erträglicher als 33 Grad meistens in Deutschland oder 37 Grad Spanien. In Deutschland ist es meist schwüler als hier. Hier ist es sehr trocken und das kann man ziemlich einfach ertragen, muss ich sagen. Irgendwie gefällt mir nicht ganz, wie die Kamera eingestellt ist. Das schneidet hier. Ehrlich gesagt, ich glaube, das bringt auch gar nichts mehr, dass ich das da oben überhaupt eingeblendet habe, diese ganze Statistik. Das war noch von früher, als ich viel gestreamt habe. Ich glaube, ich kann das einfach, ganz ehrlich, ich kann das einfach so machen. So. Ich glaube, da wurde sowieso nichts Sinnvolles angezeigt. Außer ihr habt da irgendwas Sinnvolles gesehen. 29 Grad im Schlafzimmer. Ja, das ist halt das Ding. Hier gibt es Klimaanlagen in jedem Apartment. Selbst die schlimmste Bruchbude in Los Angeles hat irgendwie noch eine Klimaanlage. Und ich habe sogar eine Klimaanlage, die quasi zentral ist. Das haben jetzt sogar sehr viele. Habe ich auch schon mal in Videos gezeigt. Das haben viele Apartments hier. Das ist ein zentrales Ding. Das geht in jeden Raum rein. Und das ist wirklich, also ich benutze es relativ selten, aber jetzt im Sommer bei hohen Temperaturen mache ich es vor allem vorm Schlafen mal an und dann hat man zum Schlafen eine angenehme Temperatur. Ist ja besser, wenn es kühler ist. Und generell ist Klimaanlage sowas teilweise ziemlich unnötig hier, muss man sagen. Die Leute ballern ihre Klimaanlage ohne Ende immer hier. Also es ist wirklich, manche Leute hier verwenden ihre Klimaanlage bei, das ist 20 Grad draußen und die kühlen ihr Auto runter auf minus 10 Grad. Es ist irgendwie so ein Ding. Auch Supermärkte sind immer super kalt hier. Aber jetzt, zu so einer Zeit, ist es schon.
schon sehr nett. Und das finde ich krass halt eben, dass dann in Orten, naja, wie bei uns in Deutschland oder in Großbritannien gerade, da hat man halt meistens keine Klimaanlagen und dann sind solche Temperaturen natürlich ziemlich heftig. So, gerade gesehen, Yannick Kalina, einfach schon über ein Jahr Mitglied. Ah, krass. Ja, Yannick, vielen Dank für den Support. Für 14 Monate schon. Vielen Dank. Übrigens an alle, die gerade zugucken, vielen Dank, dass ihr meine Videos guckt, wo wir gerade dabei sind. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Ja, freut mich wirklich sehr. Ich habe hier, glaube ich, einen Titel geschrieben, 100k Play Button. Da kommen wir auch nochmal zu, wo wir gerade beim Thema sind. Also danke für euren Support durchs Zugucken, durch ob es Zugucken ist, ob es Liken der Videos ist, ob es Donationen sind und so weiter. Apropos Donation, da habe ich gerade irgendwas gesehen. Ich hasse es, wenn ich sowas übersehe. Es tut mir leid, sollte ich irgendwann sowas mal übersehen. Lillebror, Punkt 7. Auch schon öfter gesehen hier. Vielen Dank für den Super Chat. Danke euch. Übrigens, danke dir, nicht danke euch, aber auch danke euch. Übrigens, solltet ihr eine ganz bestimmte Frage haben und ihr die stellen, jetzt hier gerade im Chat. Ihr seht, es sind gerade 732 Leute hier. Wahnsinn. Also, dann ist natürlich viel im Chat. Die Frage ist ganz schnell weg und ich übersehe es. Wie zum Beispiel gerade, wie geht's deinem Bronco? Von Martin DEXXD geht's gut. Außer Steinschlag, ja, aber das ist schon in Colorado passiert. Werde ich euch mal in einem Video darüber erzählen. Das ist ein typisches Problem mit dem Bronco tatsächlich. Die Windschutzscheibe. Ja, leider. Ansonsten super, war eine super Entscheidung. Ich liebe das Auto immer noch. Was ich sagen wollte, schreibt die Frage, wenn ihr eine ganz bestimmte Frage habt, einfach nochmal ein paar Minuten später. Und fertig. Ganz einfach. Und hoffentlich sehe ich sie dann irgendwann und eventuell nicht. So, was wollte ich hier jetzt machen? So, da. Da ist es, genau. Joe79, danke für den Superchat. Vielen Dank. Auch schon lange dabei, Joe79. Hallo im Gmunden. Hat's morgen 35 Grad. Richtiges Wetter, um morgen auf den Taunusstein zu steigen. Geil. Puh, das klingt dann ziemlich anstrengend. Bei 35 Grad. Aber nice. Ja, wie ist das? Sorry, wenn ihr das gerade schon gesagt, wie ist das? Kommt ihr mit dem Wetter klar? Wie ist das vor allem, wenn ihr jetzt gerade, ich meine, ihr habt ja meistens keine Klimaanlagen und so weiter. Das muss ja ziemlich heftig sein. Ich bin bald in Deutschland, aber ich glaube, da gehen die Temperaturen schon wieder runter. Also ich hatte es mal gecheckt, außer es hat sich jetzt wieder verändert. Ja, so ab nächste Woche geht es ja wieder ein bisschen runter, aber weiß ja nie, wie es in 2 Wochen dann wieder aussieht. Aber muss ja ziemlich heftig sein. Also, ja, nein, komm nicht damit klar. Kopfschmerzwetter, ach. Ja, bockt nicht. Hoffe ich mal, dass es bald wieder ein bisschen runtergeht. Ja, als Norddeutscher. Also ich muss sagen, Wladimir, ich komme hier damit sehr gut klar. Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist mega, mega trocken in Kalifornien. Und das ist auf einer Seite ziemlich schlecht, weil sehr viel brennt. Auf der anderen Seite macht es heißes Wetter sehr viel erträglicher. Ich war, was weiß ich, letzte Woche, ich weiß nicht genau, wann genau, aber ich war 10 Minuten, ich war 10 Minuten, was laber ich? Ich war nicht, ich war zum Fitnessstudio laufe ich, das sind, was weiß ich, 20 Minuten. Boah, ich laufe bei 36, 37 Grad und das ist kaum ein Problem. Weil man das Gefühl hat, man läuft einfach durch einen Föhn und man wird dabei getrocknet. Ist ziemlich heiß, aber es ist, man kann noch atmen und so. Wenn die Luftfeuchtigkeit hochgeht, dann ist es sehr viel schlimmer. Und das Problem hat man hier normalerweise nicht. So, Lillebror, nochmal. Ach, auch Membership. Deswegen kennt man sich natürlich hier aus dem Chat. Meinte gerade. Hey Aramis, wie geht es dir? Schöner Gruß aus der Nähe von Stuttgart. Oder sagt dir Heilbronn? Heilbronn sagt mir auch was. Ja, 10 Minuten war ich noch nie, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, aber sagt mir natürlich was. Also liebe Grüße nach Heilbronn. Danke für den Support. Okay, hier. Alex Muck giftet 5 Aramis Merlin Memberships.
Was mache ich jetzt ganz genau? Kann mir jemand erklären, was ich da, was das genau bedeutet? Ich habe das mal eingestellt, aber ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt mache. Kriegt jetzt irgendjemand Memberships? Wie mache ich das? Kann ich das gleich verteilen oder so? Ah, hier, wo was giftet er? Jetzt sehe ich es da unten. Ah, lustig. Jetzt haben 5 Leute eine Mitgliedschaft bekommen von Alex Muck. Und danke, Alex. Das ist ja mal lustig. Das ist ein neues Feature. Das habe ich eingestellt und wusste gar nicht genau, was das bedeutet. Aber ist ja cool. Sehr cool. Danke dir, Alex. Und ebenfalls danke an Stefan Kausi. Eine Gallone Spende für den Bronco. Ja, Benzinpreise sind hier wieder ein bisschen runtergegangen. Das heißt, das ist quasi wirklich eine Gallone. Also vielen Dank, Stefan. So, jetzt gehe ich mal. Auch danke an Witz. Vielen Dank. Wann bist du in Deutschland? Ich fliege tatsächlich schon in etwa einer Woche nach Deutschland. Ich arbeite diese Woche noch ein bisschen Material vor. Deswegen habe ich jetzt auch mein Video zu heute nicht ganz fertig bekommen, weil ich gerade ein bisschen Material vorarbeite, damit ich für die nächsten 2 Wochen noch LA-Content habe und so weiter und USA-Content. Und ganz cool, Dienstag geht's nach Universal. Da kommt mein Universal Studios Vlog. Ich war selber tatsächlich noch nie da. Ich lebe hier seit 8 Jahren. Ich war noch nie in den Universal Studios. Aber Dienstag geht's mal dahin, weil ich das unbedingt mal filmen wollte, tatsächlich auch. Undercover. Undercover wird da gefilmt. Danke an Witz und danke an Dietmar. Dietmar Sernetz. Vielen Dank, Dietmar. Danke. So. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen weiter runtergehen im Chat. So, Spritpreise bei uns so 1,75. Krass. Niederlande 2,40? Alter. Alter. Krass. In welchem Film aus der Vergangenheit hättest du am liebsten als Hauptdarsteller gespielt? Ich liebe halt Fantasy-Kram, also Herr der Ringe auf jeden Fall. In Film, ach, die neuen Star Wars-Teile sind nicht ganz so mein Ding. Star Wars-Franchise wäre ziemlich geil. Ich liebe hier, There Will Be Blood ist einer meiner Lieblingsfilme. Hätte ich sehr gerne mitgespielt. Da gibt es sehr viele Filme. Sehr viele. Dark Knight ist natürlich auch ein klasse Film. Frankfurt, der Diesel 1,90. Franco Corollo, die Szene habe ich gerade geguckt letzte Woche. Nee, nicht letzte Woche, vor 3 Tagen bei Bejo, bei dem Kollegen von mir. Ohne hätten wir eine ho zu hohe Stimme. Und reinmarschiert. Grüße nach Peine. Unbedingt Behind the Scenes machen im Universal Studio. Ja, werde ich natürlich ganz viel filmen. Ganz viel werde ich da filmen in Universal Studio. Alles, was geht, bis sie mich rauswerfen. Ich glaube, da darf man gar nicht filmen eigentlich. Aber es ist ja Promo für die. Eigentlich sollten die sich freuen, wenn man da filmt oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich benutze natürlich nur mein Handy. Aber ich habe mir neue Mikrofone geholt. Die kann ich jetzt nicht holen, aber die liegen da vorne. Ich habe mir neue Mikrofone geholt. Lavalier-Mics. Also Mikrofone, die hier hinkommen. Und die kann ich, habe mir extra ein Kabel, das ich an meine Kamera anschließen kann, geholt. Das heißt, dass ich auch mit dem Kamera, mit der, sorry, an meine Kamera, ja, aber auch an mein Handy anschließen kann. Und so habe ich nochmal guten Sound, selbst mit dem Handy. Und das wird ein Test natürlich. Vielleicht gibt es da mal ein Problem, aber es sollte ja sehr guten Sound geben mit den neuen Mikrofonen von Rode. Von Rode. Rode. Wie alt bist du? 31. 31. Hast du Lust, mit deutschen Influencern, die in Amerika sind, Videos zu machen? Generell bin ich da natürlich offen zu Jan Fun, 32. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was die für, was so für Content machen. Also wenn es, es gibt auf jeden Fall, also ich will jetzt, vor allem wenn man die nicht persönlich, wenn man jemanden nicht persönlich kennt, will ich kein Urteil treffen, nur an was für Content die machen. Aber es muss natürlich auch passen von der Person her. Das muss dann auch eine nette Person sein und jemand, der seine Abonnenten nicht abzieht oder sowas. Oder was weiß ich, den ganzen Tag nur Produkte verkauft und so.
Wisst ihr, der Stil von Influencer. Aber ansonsten, klar, gerne. Gerne, gerne. Hast du Beramis mal wieder rausgelassen? Fragt Ines. Ja, Ines. Ganz vielleicht kann er am Ende des Streams nochmal vorbeikommen hier. Ganz vielleicht, ganz vielleicht. Oh, über 1000 Leute gerade hier. Verrückt. Verrückt. Danke, dass ihr zuschaut, ihr über 1000 Leute. Wahnsinn. Riecht LA, das ist eine gute Frage, Niklas. Riecht es in LA stark nach Pott? Gras. Ja, sehr stark. Vor allem in Venice. Vor allem in Venice. So, wo bin ich hier? Ah, wir wollen hier keine Donation verpassen. Erstmal André, willkommen zum Super. Zum Support, zum Super, zum Super, zum Super. Willkommen zum Super. Marc Radestock, auch ein Wahnsinns-Supporter, schon wahnsinnig lange dabei und einfach immer. Ja, vielen Dank, Marc. Danke dir, Marc. Großes Danke zurück. War noch nie so YouTube-süchtig, seitdem ich dich entdeckt habe. Ja, vielen Dank, Marc. Wirklich für den Support. Und, hey Aramis, hast du schon den Dokufilm 2000 Mules gesehen? 2000 Mules. Warte mal ganz kurz. Ich habe eine Doku. Nee, habe ich nicht. Nee, 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 nee. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Muss ich mal gucken. Aber ich habe es öfter, dass da sehr, sehr kontroverse Gedanken drüber waren, über die Doku. Weil da vielleicht eventuell Fehlinformationen präsentiert werden. Also gehen wir da mal kurz nicht rein, weil ich habe es nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß gar nicht mal genau, worum die Doku geht. So. Peggy. Peggy strickt ab und zu. ja, vielen Dank fürs Beitreten in die Mitgliedschaft. Danke dir, Peggy. Und Andreas Runschke. Wahnsinn. Ja, vielen Dank, Andreas, für diese super Donation. Für den super, super Chat. Und kleines Urlaubsgeld, sagt er. Viel Spaß in der Heimat. Ja, das ist doch sehr gutes Urlaubsgeld. Ja, ich glaube, ich werde Spaß in Deutschland haben. Wird viel, viel Familienevents und so weiter. Ich war wieder ein Jahr, schon wieder ein Jahr her, dass ich in Deutschland war. So schnell geht das. Ja. Guckst du weiter One Piece? Natürlich, Dario. Immer aktuelle Folge. Immer aktuelle Folge. Von heute habe ich noch nicht gesehen. Von heute habe ich noch nicht gesehen, aber One Piece begleitet, wird mein ganzes Leben begleiten, glaube ich. Wenn man rückblickend auf alle Filme und Serien schaut. Was wäre deine Traumrolle, in der du dich auch sehen würdest? Das ist schwer zu sagen, weil man meistens wahrscheinlich alles auch anders spielen würde. Einfach jeder Schauspieler bringt natürlich auch sich selber irgendwie in jede Rolle. Ich glaube, dass zum Beispiel, einfach um eine meiner Lieblingsserien zu nennen, Jesse in Breaking Bad würde passen. Wobei das ist eine sehr, sehr intensive, sehr. Also, Aaron Paul hat da wahnsinnige Arbeit geleistet. Klasse einfach, wie er die Rolle gespielt hat. Ob das genauso gut wäre, ist natürlich die Frage. Es wäre auf jeden Fall anders. Game of Thrones wäre auf jeden Fall ein paar Rollen dabei gewesen, die ich gerne gespielt hätte. Apropos Game of Thrones, habt ihr den neuen Trailer gesehen zu der neuen? Ich weiß nicht, ob hier Leute über. Ich weiß nicht, sind irgendwelche Leute überhaupt noch an Game of Thrones interessiert? Wisst ihr noch damals, als Game of Thrones die größte Serie der Welt war und alle gesagt haben, boah, ich will die nächste Staffel, das Beste überhaupt? Dann war die letzte Staffel nicht so gut und niemand hat jemals wieder darüber geredet. Und jetzt kommt eine Prequel, also ein Spin-off. Spin-off nicht unbedingt, also eine. Die Vorgeschichte dazu, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre davor quasi das spielen soll, kommt jetzt. Also, ich bin echt, ich frage mich echt, ob sich irgendjemand überhaupt dafür interessiert jetzt, für die Prequel von Game of Thrones.
habe mich gerade gefragt, ob das Licht überhaupt an ist gerade. Also, das interessiert mich. Mal gucken hier. Vikings wäre natürlich richtig geil. Oh ja, hier, wo wir gerade dabei sind. The Boys. The Boys hätte ich mega gerne mitgespielt. Das ist eine meiner Lieblingsserien momentan. Finde ich geil. Richtig cool. Ja, an GOT interessiert, aber die Macher haben es geschafft, das ganze Franchise zu zerhämmern. Ja, das kann man wohl so sagen. GOT ist langsam wirklich eher langweilig. Schon krass, ne? Also muss man echt sagen, genau das gleiche. Ich glaube, letztens hatte ich auch ein anderes Beispiel dafür, wo die letzte Staffel dann echt nicht gut war, im Gegensatz zum Rest der Serie, und dass das alles zerstört hat quasi. Und so bei Game of Thrones, das ist schon krass, dass eine Serie, die so erfolgreich war, dass wirklich die Serie, für was, wie lange war das, 7 Jahre oder so, die Nummer 1 Serie überhaupt war. Jeder, nicht jeder, aber extrem riesen Fanbase. Und dann eine Staffel kann das komplett zunichte machen. Das ist schon krass. Da muss man wirklich, wo man so denkt, da muss man aufpassen, wenn man eine Serie macht. Da darf man, keine einzige Folge darf schlecht sein. Ansonsten, war's das. Ja, mit welchen Superstars würdest du gerne mal drehen? Das sind vor allem Leute, würde ich sagen, wo viele auch sagen, die sind super, super, super nett oder die ich einfach schon mal irgendwie gesehen habe und weiß, dass sie super nett. Bryan Cranston, um wieder bei Breaking Bad zu sein. Bryan Cranston scheint super nett zu sein. Hugh Jackman, auch super cooler Typ. Ich würde sehr gerne mal mit Jim Carrey, das wäre einfach mega krass, weil Jim Carrey, weiß nicht, ich würde gerne mal wissen, wie der im echten Leben ist. Ich bin auch schon sehr lange Jim Carrey-Fan. Ja, das gleiche gelte für Robin Williams, aber der ist ja leider verstorben vor ein paar Jahren. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz hier wieder aufmachen, sonst sehe ich das nicht hier. Ja, da gibt es auf jeden Fall viele. Aber ja, es gibt ein paar Superstars, die bekannt dafür sind, dass sie super, super nett sind und einfach klasse mitzuarbeiten und gleichzeitig auch noch mega gut sind. Und da arbeitet man natürlich sehr gerne, würde man natürlich sehr gerne mitarbeiten. Niklas fragt gerade, apropos Breaking Bad, nochmal, hast du Better Call Saul gesehen? Stellt euch das mal vor, okay, wie das ist hier, weil ihr denkt, man denkt ja immer, oh, in Amerika kommt alles früher raus, in den USA, Hollywood, da kann man alles früher als in Deutschland sehen. Better Call Saul kann man hier im Prinzip auf keinen einzigen Streaming-Service sehen. In Deutschland sieht man es ja auf Netflix. Deswegen freue ich mich schon, nach Deutschland zu kommen. Da kann ich endlich die neue Staffel Better Call Saul sehen. Hier kommt die erst in einem Jahr raus, die neue Staffel. Weil die eben auf AMC, das ist der Sender, der es produziert, es läuft eben auf dem Sender und die haben Deals mit Streaming-Services, dass sie nicht direkt auf Netflix hier kommen kann. Und die haben das auf ihrer eigenen Plattform, auf AMC Plus. Es gibt einfach hier 40 verschiedene Streaming-Anbieter mittlerweile. Und die haben dasselbe auf AMC Plus. Aber auf AMC Plus zeigen sie immer nur die neuesten 2 Folgen. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen will, die neueste Staffel zu gucken von dieser Serie, die ersten Folgen von dieser Staffel haben sie gar nicht mehr. Die haben nur Folge 9 und 10 oder was auch immer. Das ist so bescheuert gemacht. Alle regen sich auch mega darüber auf, die Serie gucken wollen. Aber ja, VPN würde wahrscheinlich gehen. NordVPN. Kein Sponsoring. Die haben übrigens auch schon mal bei mir gefragt. Ich glaube wirklich, jeder YouTuber hat schon mal für die Werbung gemacht. Seht ihr, wie gut es bei mir läuft? Ich habe sogar eine echte Flasche jetzt. Nicht mal hier die Gießkanne oder was ich sonst habe. Irgendjemand hat gerade was mit Keanu Reeves gefragt. Auch angeblich super, super, super netter Typ. Genauso wie halt im Internet wird ja immer darüber geredet, wie cool Keanu Reeves ist. Und das kann jeder. Hat jeder bestätigt, ich kenne natürlich einige Leute, die mal mit ihm gearbeitet haben, weil ich viele Stunt-Leute kenne. Ja. Deswegen, alle sagen das auf jeden Fall. Warte, sorry, ich habe hier gerade einen Aussetzer im Gehirn, weil ich hochscrolle und gleichzeitig lese, weil ich die
die Superchats natürlich nicht verpassen möchte. Das wäre nicht gut. Also von Herbert. Erstmal vielen Dank, Herbert, an deinen Superchat. Vielen Dank. Würdest du LA noch für Touristen empfehlen? Grüße aus Linz, Österreich. LA ist so ein Ding, manche Leute lieben es, die kommen hier auch, wollen ja auch immer wieder hin, die lieben einfach, auch wenn es natürlich sehr starke Schattenseiten hat und es sehr dreckig ist. Und naja, habe ich ja hab auch schon öfter mal in meinem Video so ein bisschen gezeigt und drüber geredet. Es gibt sehr negative Seiten an LA, aber manche Leute lieben es und das ist dann so ein Ding. Manche Leute mögen es nicht, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, einfach mal zu sehen. Ich glaube, so einfach als Erfahrung, selbst wenn man danach sagt, hier möchte ich nicht unbedingt nochmal hin, ich kann es empfehlen. Es ist wirklich auf jeden Fall eine Erfahrung wert. So oder so. Also vor allem, wenn man irgendwie einen Roadtrip macht und dann 4, 5 Tage in LA ist oder was weiß ich. Vielleicht auch nur 2, 3 Tage. Es reicht schon. Reicht schon, ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. F.R. Auch vielen Dank. An dich und die Zitrone, die auf einem Stuhl sitzt. Danke dir. Ja, Vikings ist verdammt gut. Breaking Bad ist unerreicht, kann man genauso sagen. Ich muss hier gerade wieder runterscrollen. Alex fragt, wie läuft es mit dem Charakter Skagen bei Platonic? Viel Spaß, einmal Apple, immer Apple. Ja, genau. Das sieht man ja schon auf IMDb, das ist die Serie, woran ich gearbeitet habe. Da kann ich bald was zu sagen. Also im Großen und Ganzen ist es positiv und der Dreh war super geil und war super cool, super nettes Team, ist klasse. Aber dann leider gibt es auch was Negatives dazu zu sagen. Das mache ich jetzt vielleicht nicht. Ich glaube, das wäre interessant in einem eigenen Video, in einem Update-Video. Weil das wieder was sehr Interessantes ist. Manche Leute interessieren sich ja, wie das Leben als Schauspieler so ist und was das so mit sich bringt. Und das ist schon wieder. Also das Ganze ist einfach nur Mind Games, die man durchmachen muss als Schauspieler. Es ist ein Auf und Ab der Emotionen. Und das war dann wieder ziemlich nervig. Naja, aber so ist das. Erzähle ich dann. Erzähle ich dann. Aber lieber jetzt nicht. Ich möchte das lieber in einem Video machen. Dann kann ich ein bisschen mehr darüber reden. Und nicht so mitten im Livestream, wo das so einfach nur so ein Mittelthema ist. Weil es eben, also ich finde es persönlich interessant, weil, also wenn ich jetzt nicht irgendwie in dem Bereich arbeiten würde. So, Jo Ma. Vielen Dank. Oder Jo Ma. Oder Jo Ma. Oder Jo Mar. Vielen Dank an dich. Mach weiter so, sagt er. Danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. So, ich muss mal wieder runterscrollen hier. Ich glaube, ich bin. Nein, immer noch nicht. So, Michael, danke. Michael, danke schön erstmal auch an dich. Wahnsinn. Ihr seid echt klasse. Ja, vielen Dank, Michael. Schöne Grüße aus Österreich. Bist ein echt sympathischer Haarwarer. Das Gute ist, dass ich mit Johannes, der Österreicher, der lebt ja in Florida, habt ihr auch schon mal in meinen Videos gesehen, befreundet bin. Sonst wüsste ich nicht, was Haarwarer bedeutet. Der hat mir das erklärt. Der benutzt das Wort auch dauernd. Dumme Frage, wenn du dich entscheiden könntest, welcher verstorbene Schauspieler wieder da sein müsste und wen davon würdest du gerne kennenlernen? Also, ich hatte ja gerade schon Robin Williams erwähnt, und deswegen würde ich so ganz schnell Robin Williams sagen, aber Bud Spencer ist auch verstorben. Und das wäre natürlich noch was ganz anderes. Also, ich nenne jetzt drei: Robin Williams, Leslie Nielsen, einer meiner Lieblings-Comedy-Schauspieler aller Zeiten, und Bud Spencer. Das sind die drei. So, 1262. Krass. Danke, dass ihr zuguckt, wie ich hier einfach nur irgendwelche Fragen beantworte. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was die größte Zahl war bisher. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Aber es könnte ein neuer Rekord sein. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Robert G., vielen Dank für den Support. Vielen Dank, Robert. Danke dir.
für den super Chat. Wie findest du das Griffith Observatory? Das kommt auch im nächsten Teil von dieser Zwei-Tages-Tour, wird auch da drin sein. Muss man hin, wenn man hier ist, finde ich, in Los Angeles. Ist ein cooler Ort und ist eine der besten Aussichten auf LA, das Griffith Observatory. Man kann es auch mit dem Hollywood Sign verbinden. Also ich würde es schon empfehlen, das, wenn man hier ist, zu sehen. Welche Reiseziele in den USA empfiehlst du? Ich war in Miami und ein paar Mal schon in LA. Also ich kann nur sagen, dass New York auf jeden Fall auch empfehlenswert ist, wenn man Städte mal sehen will. New York und allgemein Kalifornien hat so viel anzubieten an Nationalparks. Jetzt gerade sind leider sehr viel Feuer. Das heißt, gerade um Yosemite wurde gerade, glaube ich, um Yosemite wurde, glaube ich, gerade, muss gerade evakuiert werden und so weiter. Aber Kalifornien hat so viel zu sehen. Also eine andere Stadt, San Francisco, dann Oregon kann man auch sehen und so viele Nationalparks. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, wenn du nochmal kommst. Marco. Münster Tatort. Ich glaube, Münster Tatort ist so allgemein. Ich glaube, den haben auch. Ist das der Münster? Meine Eltern gucken, glaube ich, gerade zu. Das heißt, die können mir das sagen. Das sind die, meine Eltern noch öfter mal geguckt haben, oder? Münster? Müsste Münster gewesen sein. Weiß ich nicht. Der so ein bisschen auch so ein Comedy-Duo hat. Ist das der? Man weiß es nicht. Ja, NA, ich hoffe, es geht bald mal wieder nach Oregon. Das ist wirklich einer der schönsten Orte, finde ich, in den USA bisher. Ich habe natürlich noch nicht alles gesehen, aber Oregon ist einfach nur klasse. Viel Spaß auf deiner Reise nach Deutschland. Vielen Dank, Joachim. Danke dir und doppelt danke, Joachim. Joachim Hummel, vielen Dank. So. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit hin und her springe. Warum sagen Amerikaner Pepperoni-Pizza zu Salami-Pizza? Und welche Erwartungen hast du an die LOTR, Lord of the Rings, Herr der Ringe-Serie, kommt jetzt bald raus. Was, diesen Monat schon, ne? Also, naja, im August kommt die raus. Nee, dann kommt der Herr der Ringe, kommt Game of Thrones raus. Aber Herr der Ringe kommt auch noch irgendwann dieses Jahr raus. Ich habe gerade das Datum nicht. Grüße aus dem deutschen Alabama. Ja, Grüße ins deutsche Alabama. Und ich weiß ehrlich gesagt ganz genau, Leute sagen hier normalerweise nicht Salami-Pizza, sondern Pepperoni-Pizza. Aber Leute sagen auch generell zu Salami meistens Pepperoni. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso und was der Unterschied ist. Also zumindest hier ist, ich glaube, Pepperoni. Salami ist hier meistens kleiner oder größer von dem Umfang. Weiß ich gerade nicht. Aber man sieht auf jeden Fall den Unterschied irgendwie. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist oder einfach nur, was das Amerikaner sagen. So wie dass sie zu allem, was irgendwie Laugenform hat, irgendwie Brezel sagen, wo es natürlich keine Brezel ist. Ja. Und Anforderungen an die Herde. Habe auf jeden Fall hohe Erwartungen an die Herr der Ringe-Serie. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall gucken und wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir und wenn nicht, dann nicht. Ja, also werde ich mal gucken. Bin gespannt auf jeden Fall. So, da sind wir. Pepperoni Rind, okay. Das ist Andreas Runschkes. Das ist seine Erklärung. Okay, kennst du German in Venice? Ja, kenne ich auf jeden Fall vom Sehen auf YouTube und so, aber nicht persönlich. was war hier gerade? Interessant, ja, nutzt man in Amerika PayPal? Ja, aber man benutzt mehr Venmo. Venmo ist die gängigste so Zahlungs-App, wenn man anderen Freunden oder so Geld schickt oder was weiß ich, wenn man sich irgendwas, man geht ins Kino und einer kauft alle Karten und dann schickt jeder irgendwie seine 20 Dollar an diese Person. Venmo nennt sich das. Ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht, oder? Venmo, benutzt man das da? Auf jeden Fall die gängigste Zahlungs-App. Wenn man unter Personen, so im privaten Bereich oder so bezahlt. Aber so PayPal wird auch oft als Zahlung auf. Man kann auf fast jeder Website mit PayPal auch zahlen. So. Ja. Wann kommt wieder ein Roadtrip? Also jetzt geht es erstmal nach Deutschland und dann die Frage ist, also ich werde wahrscheinlich. Wieso habe ich die Kamera eigentlich so, dass ich mich die ganze Zeit zur Seite lehnen muss? Eigentlich könnte ich die auch mehr zentrieren.
Es würde Sinn machen, aber lassen wir es einfach mal so. Roadtrip, bin nicht ganz sicher, was als nächstes kommt. Es geht wahrscheinlich nochmal nach New York. Und da werde ich vielleicht auch nochmal ein paar Orte in der Nähe von New York sehen. Diesmal ist noch nicht sicher. Im Dezember vor Weihnachten wollte ich dann nochmal hin. Ja, davor bin ich mir noch nicht sicher. Bin ich mir noch nicht sicher, was als nächster Roadtrip kommt. Das ist natürlich dann immer mehrere Wochen, die man einfach weg ist. Und das ist natürlich das muss man dann auch irgendwie machen können. Nichts gegen den Yosemite Park, überragend, aber wenn ihr nach Arizona fahrt, in den Grand Canyon, ihr werdet heulen, wenn ihr das seht. Das übermannt euch absolut. Grand Canyon. So, geil, New York. Ja, also ich bin schon gespannt auf New York, nochmal jetzt wirklich kurz vor Weihnachten. Da ist das ja angeblich eine der schönsten Zeiten. Sehr kalt in New York auf jeden Fall, aber sehr schön, sehr weihnachtlich immer. Das ist so eine der typischen New York-Zeiten. Kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum. Zeig mal den Topanga. Du meinst Topanga Canyon oder den Ort Topanga? TR auf jeden Fall, danke für den Super Chat. Meinst du einfach Topanga, die Gegend? Mike Wagner, viel willkommen zum allgemeinen Support. Wie lange wirst du in Deutschland sein? Ein paar Wochen. Ich habe noch nicht den Rückflug gebucht, nur den Hinflug. Okay, hier in Florida bei uns. Liebe Grüße nach Florida. Pepperoni sind kleiner und scharf, Salami größer. Okay. Und Pepperoni-Pizza ist auf jeden Fall üblicher. Aber genau. Danke für deine super Songauswahl in deinen Videos und auch für die Mega Spotify-Playlist. Deine Playlist läuft bei uns im Auto rauf und runter. Genau, falls ihr die Musik mögt. Mögt. In meinen Videos. Ich habe da eine Spotify-Playlist mal mit den. Leider sind nicht alle auf Spotify, die in meinen Videos vorkommen. Leider sind nicht alle da zu finden, aber ich habe da mal eine gemacht. Die findet ihr eigentlich immer in der Videobeschreibung von meinen Videos, falls ihr euch dafür interessiert. Danke, Gru. Erstmal auch danke für den Superchat. Beste Katze im Anzeigebild. Vielen Dank, Gru, für den Support. Und gibt es neue Pläne zum Merch-T-Shirts? Ja, gibt es wahrscheinlich bald Updates zu. Muss gerade noch ein bisschen über bestimmte Sachen nachdenken. Aber eines Tages kann ich dazu nur sagen. Wirst du in Zukunft auf 100% YouTuber switchen? Oder gibt es da einen Plan für die Arbeitsverteilung? Ich denke nicht, Dominik. Erstmal vielen Dank auch an dich, Dominik. Ich denke nicht, dass es jemals 100% YouTuber wird. Wäre natürlich schlau, wenn ich jetzt nur finanziell denken würde und mich jetzt 100% nur auf YouTube konzentrieren würde und alle meine Energie da reinstecken würde. Dann könnte ich das bestimmt sehr viel besser erweitern als jetzt gerade und so. Und einfach noch mehr Content machen und so. Und klar auch Arbeitsverteilung und so. Aber nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Außer ich mache mal vielleicht zwischendurch ein größeres Projekt, das ich machen will. Ich habe allgemein das Problem, meine lieben Freunde, dass ich mir zu viel vornehme. Vielleicht kennt ihr das auch. Man nimmt sich viel zu viel vor und am Ende macht man gar nichts davon. Und Leute, die mich länger verfolgen hier auf diesem Kanal, die wissen ganz genau, was ich meine. Also, ich nehme mir gerne mal Sachen vor. Und dann passiert es nicht. So, und das muss ich auf jeden Fall mal versuchen zu ändern. Deswegen, ja, also, ja, das ist eigentlich das Ganze. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das wird erstmal so bleiben mit YouTube. Und wenn ich mal ein größeres Projekt machen würde, dann muss ich natürlich auch, brauche ich Hilfe von anderen Leuten. Wenn ich jetzt mal wirklich endlich mal irgendwie einen Kurzfilm, was in die Richtung geht. Irgendjemand schreibt gerade, hier, Andreas, wieso das Tanken-Video kam doch jetzt? Zum Beispiel das letzte Video. Tanken in den USA. Das war eins meiner kürzesten Videos überhaupt. 5 Minuten lang oder so. Wie man in den USA tankt. Darüber rede ich schon seit
Also ich kann gut sein, seit 3 Jahren oder so habe ich gesagt, ich mache mal ein Video darüber, wie man in den USA tankt. Mache ich mal ein Video darüber. Hat nur 3 Jahre gedauert für ein 5-Minuten-Video. Da sind die 5. Ja, so ist das. Ja, mal sehen. Ich versuche mir da keine genauen Sachen vorzunehmen jetzt für die Zukunft, sondern das alles so. Ja, so ansonsten wird das auch nichts. Ich habe für 3 Wochen 1200 für einen Mietwagen. Das ist ziemlich guter Preis. 1200 für 3 Wochen. Chilli Milli. Iron 80s. Moin Aramis. Sind endlich wieder im März 23 nach 16 Jahren vor Ort. 5 Tage in LA, Anaheim, Hollywood. Hoffe bei Frank and Son Collectible Show 80er Jahre Filmserien-Souvenirs zu finden. Oh, das klingt cool. Davon habe ich noch nicht gehört. Das werde ich mir jetzt screenshotten, Iron 80s. Das klingt nach was Interessantem. Ja, dann schon mal, jetzt schon mal viel Spaß und vielen Dank an dich auch übrigens. Vielen Dank, Iron 80s. Und ja, jetzt schon mal viel Spaß und eine gute Vorbereitung auf die Reise. Kann man dich auch buchen als Travel Guide? Ich glaube eher nicht, Patrick. Da müsst ihr das Video nebenbei anmachen. Und euch vorstellen, er ist dabei. Nee, ich glaube eher nicht. Ja. Wir wollen mehr von Ashley und Beramis sehen. Stimmt, Ashley war sehr lange nicht mehr auf dem Kanal. Ja, ich hatte auch letztens gedacht, zum Beispiel Peter, dass ich mal wieder mehr Sketche ein. Mir ist auch aufgefallen, dass ich lange keine so Sketch-Szenen und so weiter mehr drin habe. Das wollte ich mal wieder machen. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie kam es dann plötzlich nicht mehr. Hörst du Metallmusik? Ja, Hannes, das höre ich. Höre ich. So, wo sind wir hier gerade? Merchandising. Gibt es dann auch Spannbettlaken? Spannbettlaken. Das wäre lustig. Ein Spannbettlaken mit Beramis drauf. So. Wird es in Deutschland eine Art Fantreffen geben? Ah, das ist so was so Schweres. Was wollte ich dazu gerade sagen? Ist natürlich schwer, sowas zu organisieren, beziehungsweise das dann auch irgendwie in einem. Da kommt natürlich dann auch Verantwortung auf einen zu, das in einem zivilen Rahmen zu halten. Ich weiß ja natürlich nicht, wie viele Leute dann kommen würden. Am Ende sind es vielleicht nur 2 Leute, was dann angenehm wäre. Ich denke mal darüber nach, Nemi. Auch die Patreonen und Mitglieder, da kommt ja immer mal ein. Ich mache ja immer mal ein Privatstream mit den Patreonen und den Mitgliedern. Und da wurde auch schon mal gefragt danach. Wäre auf jeden Fall, wenn dann irgendwo in Hamburg. Aber weiß ich nicht. Werd mir mal Gedanken dazu machen, ob man das irgendwie. Ob da irgendeine Location ist, wo man das mal machen könnte. Oder ob das eventuell nicht einfach überfordert, so viele Menschen auf einmal. Jetzt gerade sind 1300 Leute da, aber die sind ja hinter meiner Kamera quasi. Das ist sehr viel einfacher als, ich sag euch, um es so zu sagen, ich habe schon sehr viel Probleme damit, überhaupt eine Geburtstagsfeier für mich zu organisieren. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal seit ich 18 bin, meinen Geburtstag gefeiert und Leute eingeladen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als Sachen zu organisieren. Als eine Feier zu organisieren. Auch wenn es nur ein Geburtstag, wo ich 10 Leute einlade. Das ist schon eine Katastrophe für mich. Deswegen werde ich auch niemals Produzent werden im Film, in der Filmlandschaft. Weil das genau das ist. Das ist wie Partys organisieren quasi. Auf einem sehr hohen Rahmen. Und das, ne, niemals. Also Respekt an alle Eventplaner und was weiß ich. Bin ich, ist nicht mein Fall. Also werden wir mal sehen, ob ich das jemals schaffen werde. So, scroll, 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 scroll. Alex Müller. Erstmal vielen Dank. I love you. Ja, Dankeschön. Alex, erstmal danke für den Super Chat. By the way, kauf Bitcoin, bevor es noch low ist. Da machen wir ein großes Thema. Da öffnen wir ein großes Thema, wenn wir jetzt über Krypto reden. Das werden wir mal lieber nicht machen. Also, aber danke für die Empfehlung. Und danke für den
Super Chat, vielen Dank. Hast du das neue Video von Rob Bubble gesehen über die USA? Ich weiß nicht, wer Rob Bubble ist. Mich würde deine Meinung interessieren und ob du in LA und im Freundeskreis davon was merkst. Mad Music Line, danke für diese Empfehlung. Kann ich ja mal screenshotten. Ich guck mal ganz kurz, habe ich das jetzt gescreenshottet? Nein, das ist schon weggesprungen. Nochmal gescreenshottet. Rob Bubble, ist das ein YouTuber? Wahrscheinlich, ne? Ist er deutsch oder was? Rob Bubble? Was in den USA gerade abgeht, ist einfach krass. Zerstört sie die USA? Das Thumbnail schon wieder. Klassisch YouTuber. Da muss ich mich gar nicht drüber lustig machen. Das mache ich nämlich auch immer. Muss man machen, damit die Leute draufklicken. Ich bin gespannt, worum dieses von dir was dieses Video handelt. Kann ich gerne mal. Ich gucke mir das mal an, dieses Video. Und mal gucken, ob das irgendwas Interessantes ist. Also etwas ist das, worüber, was ich zu sagen, worüber, was ich zu sagen kann. Was ich dazu sagen kann. Kennst du German in Venice? Ja. Nochmal, kenne ich nochmal, ja, aber nicht persönlich. Also ich kenne ihn so von. Natürlich, wenn man Deutscher in den USA ist, dann erscheint man immer gegenseitig in den Empfehlungen an der Seite und da habe ich natürlich auch öfter schon. Und viele Leute, die hier zugucken, gucken auch bei ihm zu. Also, ja. Kann man in Kalifornien als Ausländer Gras kaufen? Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich, ist nicht so ganz mein Gebiet, aber ich glaube schon, Tom Hill. Aber möchte ich jetzt nicht sagen, möchte ich nichts, nicht hundertprozentig zu sagen, ja zu sagen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Hallo Aramis, danke für deinen tollen Videos. Was ist dein Ziel in den USA? Ja, hauptsächlich bin ich, ist mein Ziel im Schauspielbereich hier. Wann bin ich hierher gekommen? Son? Vor 8 Jahren, fast genau 8 Jahren. Warte mal. Juli. In 1,5 Monaten sind es genau 8 Jahre, dass ich hier bin. Dungai fragt. Ihr wisst ja, politisch wird es hier nicht normalerweise. Wer wird deiner Meinung nach Präsidentschaftskandidaten 2024 und wen würdest du gerne als Präsidenten sehen? Zweites, sage ich mal nicht, The Rock würde ich gerne als Präsidenten sehen. Das wäre der Höhepunkt der momentanen Geschichte dieser Welt, wenn jetzt Dwayne The Rock Johnson Präsident wird. Ich kann euch sagen, ich sag's euch jetzt nochmal, meine Prognose ist, dass Dwayne The Rock Johnson spätestens 2028 als Präsident runnen wird. Da können wir jetzt wetten. 2028 spätestens. Oder Matthew, okay, sagen wir, The Rock oder Matthew McConaughey werden bis 2028 versuchen, Präsident zu werden. Wollen wir mal sehen, ob das passiert. Das wäre doch wirklich reinste Comedy. Aber ja, wer wird meiner Meinung nach Präsidentschaftskandidaten? Also DeSantis und ich denke Trump auch. Und Biden. Denke ich mal nochmal oder irgendjemand anderes. Ich weiß nicht, wer auf der demokratischen Seite noch dabei sein wird. Doomguy. Erstmal auch vielen Dank für den Superchat. Rico Hug. Vielen Dank, Rico. Wow, Wahnsinn. Vielen Dank aus der Schweiz, glaube ich, wahrscheinlich dann, oder? Also Rico, vielen Dank für deine nächste Tankfüllung. Ja, das geht sogar jetzt fast für eine Tankfüllung damit. Also vielen Dank. Ich gucke seit ein paar Wochen, wollte schon Patreon werden, aber ich sende lieber so ein paar Grüße und alle an dich. Weiter so, immer schön, wenn es jemand geschafft hat, seinen Traum zu leben. Vielen Dank, Rico. Ja, ihr helft dazu bei, dass ich den weiterleben kann. Gerade damit. Also vielen Dank, Rico, für deine Unterstützung. Schön, dass du hergefunden hast. Und liebe Grüße zurück an dich. Vielen Dank. Auch ebenfalls liebe Grüße zurück an Lenazon21 und vielen Dank an dich. Schon mal F-Spot in LA gesehen, ist ebenfalls ein YouTuber aus LA. Weiß ich auch nicht genau, wer das ist.
LA nach New York mit dem Auto. Ja, das könnte man machen. Das ist definitiv eine lange Strecke. Da fährt man vielleicht durch ein paar Tornados durch auf dem Weg. Aber nein, nicht unbedingt. Aber mit meinem Bronco würde ich das nicht unbedingt machen. Warum schaltest du keine Werbung? Mit meinem Bronco würde ich nur das, weil. Ja, werde ich mal. Ich mache mal so ein Jahr Bronco-Review. Bereue ich den Kauf? Bronco wieder verkauft? Video. Nein, so wird es nicht sein. Aber vielleicht interessiert es ja eben jemanden. Und da werde ich dann zu was zu sagen. Benutzt du LinkedIn in LA oder Bumble Business? Benutze ich weder noch, weil, also ich weiß, dass ich kenne einige Leute, die es benutzen, sowohl als auch. Aber im Schauspielbereich ist es einfach, es bringt nichts. Die beiden Sachen. Das wird nicht benutzt. LinkedIn ist. Ich hatte LinkedIn für 10 Jahre. Ich habe den Account jetzt, oder was weiß ich, seit es LinkedIn gibt, habe ich mir da mal einen Account gemacht für Jahre. Und ich habe es irgendwann jetzt gelöscht, weil ich benutze den einfach nicht, den Account. Ich habe es noch nie für irgendwas benutzt. Kannst du gute Hotels empfehlen? Fragt Jacqueline. Also ehrlich gesagt, was meinst du in LA? Ja, leider Hotels. Ich war noch nie in einem Hotel hier und ich kann nicht wirklich Hotels. Allgemein sind Hotels halt sehr viel teurer. Ich würde immer eher Airbnb empfehlen oder sowas. Ja, also ich würde eher Airbnb empfehlen. Aber Hotels. Was wollte ich sagen? Ja, Hotels sind eher teurer und ich kann dazu nichts sagen. Keine Ahnung. Je nachdem, wie viel Geld man hat. Je nachdem, wie viel Geld im Budget ist. Sorry, ich bin gerade hier. Der Chat ist schon wieder gesprungen, du. Da sind wir wieder. So. Markus Köller, schöne Grüße von Henry. Zurück zu Henry die Grüße. Danke für die Grüße und danke für den Superchat. Sarah Schmitz, auch vielen Dank an dich und liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ich werde auch in Nordrhein-Westfalen sein, wenn ich in Deutschland bin, für einen Tag oder so. Für eine Hochzeit werde ich da sein, wenn ich da bin. In NRW. Darf man fragen, wie viel du für deine Wohnung in LA bezahlst? Ich habe da schon mal ein Video drin. Habe ich schon mal in einem Video erwähnt, deswegen sage ich das gerne. Meine Wohnung kostet insgesamt 2.100 Dollar, was für die Größe sehr, sehr, sehr günstig ist. Ich zahle quasi die Hälfte von 1.050. Wohnung, also für die Größe, okay, die Lage ist jetzt nicht die beste, ein bisschen außerhalb und die Gegend ist auch nicht die schönste, sagen wir es mal so. Van Nuys, könnt ihr gerne mal googeln. Oder ich war ja auch, ja, ich habe ja meine Gegend öfter schon mal gezeigt. Aber der Preis ist unschlagbar, deswegen werde ich hier nicht ausziehen, bis ich mir was kaufen kann oder so. Also ich werde hier nicht weg, weil der Preis wirklich, ich weiß nicht genau die Größe, aber es ist drei Schlafzimmer, also man sagt hier three bedroom, also Wohnzimmer plus drei Räume, wahnsinnig groß. Und ja, also das ist schon ein mega guter Deal. Da habe ich schon sehr viel Glück mit meiner Vermieterin, weil meine Vermieterin die Miete einfach nie erhöht. Hatte ich ja in dem Inflationsvideo gesagt. Also davor, mein anderer Mitbewohner vorher, der hat hier vorher gewohnt mit seinem Bruder, dann bin ich dazu gekommen, sein Bruder ist weg. Und der hat gesagt, ja, die haben vorher, also seit im Prinzip 7 Jahren weiß ich, wer hier wohnt. 3 Jahre davon oder 4 Jahre bin ich dabei. Und die Miete hat sich seit 7 Jahren nicht verändert. Das ist wirklich Wahnsinn für LA. Also die meisten von meinen Freunden, da wird jedes Jahr erhöht. Also, Shoutout an meine Vermieterin. Dankeschön. Also, gerade in so in extrem Inflationszeiten. Warum schaltest du keine Werbung? Ja, ich sehe hier so einen Knopf. Werbung schalten. Insert Ad. Ja, weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Kommt das dann im Nachhinein? Oder wenn ich da jetzt draufklicke, seht ihr da eine Werbung? Warte mal kurz. Okay, wollen wir das mal probieren?
Weiß nicht, jetzt Insert Ad. Könnt ihr mal schreiben, ob jemand da eine Werbung gesehen hat? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich mache kaum Livestreams hier. Okay, wenn ich jetzt. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry für die Werbung, falls eine kommt. Schreibt mal bitte, wenn jetzt eine Werbung kam. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber das wird jetzt auch die einzige Werbung sein. Ich mache die Livestreams jetzt nicht, um Werbeeinnahmen zu machen oder so. Bitte keine Werbung. Kommt. Ach, krass. Ja, Werbung kommt. Warte, ich schreibe kurz. Okay, sorry für die. War die erste und letzte für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Okay, hat scheinbar funktioniert. Es war mal ein guter Test. Aber ja, die Livestreams, klar, keine Werbung, keine Werbung. Werbung, Adblocker. kommt im Nachhinein, Fensterwerbung. Ja, Funst, aber das nervt. Ja, also hier kommt keine. Das war die einzige und die erste und letzte. Ich mache hier ja nicht unbedingt die Livestreams. Livestreams sind dazu da, um viele Fragen zu beantworten. Fragen zu beantworten und einfach mal, ja, irgendwie Community-Fragen und so weiter. Da muss ich jetzt nicht unbedingt Werbung schalten. Aber interessant, dass das so geht. Das heißt, ich könnte jetzt einen Livestream machen und einfach alle 10 Sekunden immer eine Werbung schalten. Und mal gucken, wie viele Leute nach einer Minute noch da sind. Hast du noch Kontakt zu Uwe? Ja, habe ich noch Kontakt zu Uwe, ja. Okay, also, hab Adblock, keine Werbung gesehen. Ihr Adblocker, ihr, das ist aber verboten. Flo, vielen Dank. 147, 147, was? Flo 147, vielen Dank. An den Superchat, Dankeschön. Also gerade mit euren Superchats, da muss ich erst recht keine Werbung schalten. Also vielen Dank, Flo. Danke an dich und danke an. Ah, da war gerade was Oranges. Wo ist das Orange hin? War das Afrobyte? Oh, da sind ja auch noch einige, die ich noch nicht vorgelesen habe. Hallo, das geht ja gar nicht. Also alle, die hier Superchats gemacht haben. Ich komme zu euch. Gar kein. Wir sind jetzt. Ah, das sind so viele. Wahnsinn, was ist da los? Habe ich sogar übersehen. Afrobyte, sorry, das kam davor. Und das auch. Sorry, Retro Gamer. Manchmal, also ich glaube, weil der Chat manchmal refresht der und springt ganz nach unten und dann übersehe ich das. Das geht ja gar nicht. Also, jetzt habe ich aber, glaube ich, dann alle. Also vielen Dank, Retro Gamer. Servus Aramis, wie geht es dir denn gesundheitlich? Alles gut? Ja, alles so. Erstmal vielen Dank, Retro Gamer. Alles so beim Alten. Ihr wisst ja, ich hatte mal ein Video darüber gemacht, über das Ding. Jetzt gerade habe ich tatsächlich gerade um die das interessiert, eine keine Medikamente-Phase. Das heißt, es ist alles ein bisschen, ja, alles ein bisschen unangenehmer. Aber wie gesagt, wenn man länger was hat, dann kommt man damit irgendwann zurecht. Und wenn ich Medikament nehme, dann kann man schon, dann ist das schon wirklich fast ganz normal, sag ich mal, oder zumindest nur ein bisschen eingeschränkt. Und jetzt gerade ist halt eine Phase ohne und da muss man ein bisschen eingeschränkter in der Ernährung, aber man kriegt das auch alles hin. Und ich denke, jetzt zum Deutschlandurlaub werde ich wieder anfangen, damit ich da nicht ganz allen Leuten auf die Nerven gehe mit meiner sehr, mit meiner sehr peniblen Ernährung dann. Also deswegen werde ich da wieder anfangen. Hab vorgestern meinen ersten Bronco gesehen in Gelb. Oh, in Deutschland. Ja, der ist jetzt raus, ne? Krass. In Deutschland, der Bronco. Ist er jetzt raus? Ist er raus. Aber nur der Große, ne? Das habe ich gesehen. Nur der Große ist rausgekommen. Komischerweise, weil ich hätte das Gefühl, der Kleine würde sehr viel mehr nach Deutschland passen. Afrobyte, nochmal vielen Dank, Afrobyte. Jetzt habe ich es auch wirklich gesehen. Danke dir, Afrobyte, für diese super Donation. LinkedIn benutzen viele Entwickler und Grafikdesigner in der Gaming-Branche. Ja, wirklich. Also, LinkedIn, also ich sehe dauernd irgendwie Leute oder irgendjemand kontaktiert mich und so, oh, kannst du mal bei LinkedIn oder so, bla bla bla. Und da, aber das hat dann nichts, meistens nicht mit dem Schauspielbereich zu tun. Genau, es bringt nicht wirklich viel für Schauspieler. Aber selbst im Filmbereich, wenn man jetzt irgendwie da als in Animation oder selbst vielleicht als Produzent, dann bringt es vielleicht schon was. Aber bei mir, das ist einfach, da gibt es andere Seiten, die dafür zuständig sind. Komisch, dass ich das übersehen habe und dann habe ich den gesehen. Da hatte ich wohl einen Gehirnaussetzer. Ja, Bernd, vielen Dank nochmal. Danke dir an Bernd. Und die Grüße wurden wahrscheinlich schon gesehen. Und richte ich aber auch nochmal aus. Liebe Grüße zurück an dich, Bernd. Ich danke dir. Alex Müller.
Hast du eine Freundin? Und wie sieht es aus mit Dating da drüben? Erstmal vielen Dank an den Superchat. Vielen Dank. Und leider muss ich die erste Frage, muss ich leider übergehen, hintergehen, überspringen. Darüber rede ich allgemein nicht. Dating kann ich aber reden. In LA, Dating in LA ist eine Katastrophe. Wir sind wieder bei der Katastrophe. Ja, Dating in LA ist. Kann ich mal ein Video drüber machen, aber ich sag mal so, ich bin allgemein nicht so der Typ, der jetzt wirklich. Es gibt ja Leute, die stecken sehr viel Energie und Zeit in Dating allgemein. Und meine Energie und Zeit geht eher in andere Sachen. Bei mir ist es immer eher so ein Ding, wenn was entsteht, entsteht etwas, wenn etwas passiert, irgendwie mit dem Flow der Zeit, dann ist es so, aber jetzt so richtig raus in Clubs, in Bars, nur mit diesem Ziel, war nie so wirklich mein Ding. Deswegen bin ich da kein super Experte. Aber allgemeines Dating, ich kann nicht sagen in den USA, weil jeder Ort anders sind. Aber in LA, ihr müsst verstehen, in Los Angeles ist jeder da, um seine Träume zu verwirklichen, um irgendein Ziel zu haben. Deswegen wird alles im Leben dazu genutzt, um irgendwie weiter an sein Ziel zu kommen, um weiter aufzusteigen. Und das merkt man dann auch in diesem Bereich. Nicht jeder ist so, aber man sieht das auch so, dass dann sehr danach gegangen wird, was das betrifft. Und nach Geld, Erfolg, sehr oberflächlich und so weiter. Aber es ist nicht, natürlich nicht jeder so. Aber das kann ich so auf jeden Fall so dazu sagen, was LA betrifft. Uli, ja, schönen Feierabend. Am Sonntag noch gearbeitet in Deutschland. An Sonntag arbeitet man in Deutschland? Das ist doch nur Amerika. Ja, hier hat alles offen und jeder arbeitet auch am Sonntag. Ah, schön, dann schönen Feierabend. Schön, dass du dabei bist, Uli. Liebe Grüße nach Cottbus, Marcel. Ich muss hier mal die Superchats noch kurz machen und dann kommen wir wieder ans Ende des Chattes. Bist du der einzige Mensch in den Weiten des Internets, den ich vom Herzen gerne. Sorry, du bist der Einzige, es war keine Frage. D.G. Gerne supporte, vielen Dank für deinen großartigen Content. Bitte bleibe, wie du bist und mutiere nicht zum abgehobenen Klotz. Was fällt dir ein, das so zu sagen? Entschuldigung, ich werde doch niemals abgehoben sein. Oh. Entschuldigung, aber ich muss meinen Lamborghini massieren. Was? Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nein, werde ich glaube, hoffentlich hoffe ich auch D.G., dass ich das nicht werde. Vielen Dank für den Support. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber ja. Hast du mal was mit Paul Ripke gemacht? Ich war mal in seinem Fotostudio in Deutschland, weil eine Freundin von mir da gearbeitet hat. Und sein Fotostudio in Deutschland war auch nur ein paar Minuten von wo ich wohne entfernt, witzigerweise. Also, obwohl das mitten im Nirgendwo ist. Aber persönlich, also ich hab ihn auch mal getroffen, aber da hat er noch gar nicht. Wohnt er hier? Keine Ahnung. Aber hier, ich habe keinen Kontakt mit ihm. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich erinnern würde. Ich weiß auch gar nicht, was er jetzt hier macht. Außer macht er immer noch, ist halt der Fotograf, macht auch irgendwie andere Content oder so, keine Ahnung. Ja, also da bin ich nicht so hinterher. Einfach so, weil ich deinen Kanal super finde. Grüße vom Bodensee und auch an die Waterkant. Hab dort auch länger gelebt. Weiter so mit deinen Videos. Ja, Grüße an den Bodensee und zum Bodensee. An den Bodensee. Jürgen Müller, vielen Dank für den Support. Danke dir, Jürgen. Und auch an Gianmarco Fricke, vielen Dank. Und Waldemar Lisenko, wow. Ja, vielen Dank. Waldemar, vielen Dank. Ohne Nachricht, aber ich sage einfach mal liebe Grüße an dich. Vielen Dank, Waldemar. So, dann mal nochmal. Kann die Miete jederzeit erhöht werden? Beliebig. Normalerweise, okay, meistens sind die Mietverträge hier ein Jahr und am Ende, nach einem Jahr kann die Miete erhöht werden hier. Manche Mietverträge sind Monat zu Monat. Meiner zum Beispiel. Ich könnte hier jeden Monat rausgeworfen werden. Ich könnte aber auch jeden Monat ausziehen, was halt dann angenehm ist, wenn ich es wohl machen würde. Waldemar, du King, ganz genau. Einfach mal das Thema wieder gewechselt mit einem Satz. Also,
Ja, die Miete kann hier aber dann jeden Monat, soweit ich weiß, beliebig erhöht werden, wenn man nur auf einem Monat-zu-Monat-Vertrag ist. Aber normalerweise halt jedes Jahr so. Deine Videos sind einfach spitze, schön, ehrlich und authentisch. Das mag ich sehr. Zeigt aber auch, dass ich nie in den USA leben könnte, aber für Urlaub immer wieder gerne. Ja, Marc, ich glaube, die Einstellung hat so der ein oder andere und das verstehe ich auch. Aber vielen Dank, Marc, auf jeden Fall. Danke für die lieben Worte und für die Unterstützung. Vielen Dank, Marc B. und Großinquisitor. Vielen Dank für deine Unterstützung. So, ah ja, hier. Fighter 81, gar nicht ganz vergessen, ist auch am Start. War vorhin sogar OasenTV. Okay, hier Werbung, Werbung, Werbung. Da sind wir gerade, das hatten wir schon gesehen. Werbung, 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 Werbung kam. Werbung, Werbung. Ja, da haben aber schön viele geschrieben. Freut mich. Jetzt hoffe ich hoffentlich nichts übersprungen. Das wäre ziemlich tragisch. Wow, da bin ich aber jetzt. Also, ich glaube nicht. Was denkst du über Mexiko und planst du ein Videos von dort zu machen? Alex, ich habe ja schon ein Video in Mexiko gemacht. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da war ich in Tijuana Anfang des Jahres. Muss mal gucken. Ich glaube, das Video heißt "Ein Tag in der gefährlichsten Stadt der Welt". Ein schöner YouTube-Titel. Da war ich in Tijuana. War spannend. Mehr kann ich nicht dazu sa zu sagen. Mexiko, ja, kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Das ist eigentlich alles. Hat auf jeden Fall sehr viel sehr schöne Gegenden, so wie ich das sehe, auch am Meer und so. Und sehr viele Resorts und so. Natürlich gibt es auch dunklere Ecken in Mexiko, genau wie in vielen Ländern. Und auch in Mexiko sehr. Da gibt es sehr viel verschiedene Arten von Gegenden, auch was Sicherheit betrifft und so. Aber ja, gerade in den Touristengegenden ist das, glaube ich, auch nicht, ist jetzt auch nicht ein riesig großer Unterschied als zu anderen Ländern. Aber mir kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Ich war da noch nie außer in dieser Stadt. Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Das kann ich euch schon mal sagen. Liebe Grüße aus Büsingen vom A der Welt. Mach weiter so, Aramis. Danke dir, Rico. Büsingen ist doch irgendwie, das klingt nach Norden irgendwie. Aber weiß ich nicht genau. Liebe Grüße, vielen Dank. Einfach mal Werbung gedroppt. Boom. YouTube Premium, ja, YouTube Premium ist natürlich sehr gut, was das betrifft. Ja, bei uns in London bezahlen wir auch 2.100 umgerechnet für ein Bedroom. Ja, London ist ja wirklich auch eine der mega teuersten Gegenden überhaupt, glaube ich. So, 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 so. Sorry, dass ich hier gerade ein bisschen. Im TV sieht man mich bald wahrscheinlich auf Apple Plus. Kann ich schon mal sagen. Ihr werdet auch schon mehr dazu sehen im Internet, aber ich rede einfach mal jetzt nicht darüber. Hoffentlich werde ich am Ende noch drin sein. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Drückt die Daumen, dass ich auch am Ende noch in dieser Serie zu sehen bin. Aber das kommt dann demnächst. Irgendwann. Vielen Dank, Mana Mana. Vielen Dank für den Support. Danke auch an Free für den Support. Und so. Und jetzt bin ich endlich mal wieder hierbei. Angegangen. Bist du vor Castings nervös? Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich freue mich eigentlich immer auf Castings. Welche Hollywood-Stars hast du schon getroffen? Viele. Also auf der Straße sieht man dauernd irgendjemanden, auch wahrscheinlich öfter, dann man erkennt die Person gar nicht. Und halt im Arbeitsbereich auch hier. So hier und da mal jemanden. Mach mir den Beramis sofort. Vielleicht kommt er gleich nochmal vorbei. Vielleicht. 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 So. Wo verbringst du deine Urlaube? In Deutschland zu Hause. Das ist mein Urlaub. Unter 21 ist in der Tat. Ach so, sorry, das war eine Antwort an wen anders, glaube ich. Kann man mit einer normalen Eintrittskarte im Universal Studios die Drehorte sehen oder nur mit dem VIP-Ticket? Jacqueline S., das werdet ihr wahrscheinlich in einem der nächsten Videos erfahren, weil das werde ich Dienstag machen und ich habe nur eine normale Eintrittskarte.
Und dann werden wir mal sehen, was man damit machen kann. Weil die Super Deluxe Karten, ey, die kosten teilweise 300, $400. Und vor allem, wenn man dann mit der Familie da ist. Ich weiß nicht, ob man unbedingt anderthalbtausend Dollar, wenn man mit einer vierköpfigen Familie in die Universal Studios geht, ob man das unbedingt ausgeben möchte. Deswegen mal gucken, wie viel. Also ich würde es auf jeden Fall nicht zusätzlich ausgeben wollen. Also ihr werdet sehen, was ihr so sehen könnt mit einem normalen Ticket, wenn ihr in die Universal Studios fahrt, dann in einem der nächsten Videos, weil dort werde ich Dienstag hingehen. Plant so zukünftig irgendwann die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen? Ja, doppelte oben an meinem rechten Arm. Was meinst du? Was habe ich an meinem Arm gemacht? Weiß ich nicht, Thorsten. Was meinst du? Was meinst du, Thorsten? Ja, das ein Ziel wäre die doppelte Staatsbürgerschaft auf jeden Fall irgendwann. Da ist man dann noch freier. Wie viel Zeit bei der Einreise am LAX einplanen? Du, das hat schon von 30 bis Minuten bis 3 Stunden gedauert bei mir. Also ich würde schon 2 Stunden einplanen, aber das kann auch schneller gehen, kann auch noch länger dauern. Aber in so einem Schnitt schon so 2 Stunden, würde ich sagen. Gerade momentan weiß man ja nie, weil plötzlich sind mega Anstellschlangen und so weiter überall. Susi, vielen Dank. Vielen Dank und Peace zurück. Vielen Dank, Susi. So. Good Life, auch vielen Dank an dich. Ist Gardena Torrance eine gute bzw. sichere Gegend in LA? Ich war fast noch nie in Torrance. Also ich glaube, es ist eine relativ normale Gegend. Also es ist jetzt keine unsichere Gegend, aber ich glaube, es ist jetzt auch keine super gute Gegend. So wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Bin mir gerade nicht sicher. Oft hört man halt auch nur mehr über gewisse Gegenden. Und zum Beispiel, wenn gewisse Gegenden sehr hohe Kriminalitätsraten haben, dann ist es in manchen Ecken hauptsächlich halt irgendwie Gangs gegen Gangs, Gang-Violence und so weiter. Und davon kriegt man so als normaler Mensch, der da nicht Teil von ist, nicht wirklich viel mit. Aber ich würde solche Gegenden trotzdem meiden. Aber ja, da hat man dann auch nicht viel zu tun. Als Tourist zum Beispiel. Also wirklich hat man gar nichts zu tun. Also da gibt es nichts zu sehen. So. Welchem Star du wenigstens ein paar Sätze geredet hast. Aaron Paul. Jessica Chastain. Rose Byrne. Seth Rogen. Das waren so die längsten Konversationen, die ich hatte. Bryan Cranston habe ich eine Frage gestellt und die wurde von ihm beantwortet. ja, bin gerade nicht sicher, was Konversationen betrifft. Ah, dem Sänger von, wie heißt er nochmal ganz genau? Warte mal, von Blink-182. Das war mega random. Wie heißt er nochmal? Tom? Tom oder so? Tom. Sorry, von Blink-182 oder. Tom DeLonge, ja, Tom DeLonge. Tom DeLonge. Mit dem habe ich mal eine Konversation gehabt, das war auch mega random. Super lustiger. Ich weiß nicht, ob ihr ehemaliger Blink-182-Fans sind, falls ihr die Band noch kennt. Die gibt es immer noch, krass. Aber damals, Tom DeLonge war der Vocalist, der Sänger und auch Gitarre, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall super, super lustiger Typ, ey. Also genau wie man sich vorstellt und gleichzeitig genau wie man sich nicht vorstellen würde für einen Punkrocker. Aber man merkt so, in seinem Herzen ist er immer noch mitten in der Punkszene, obwohl er aussieht wie so der typische Dad, so der Vater von irgendjemandem. Auf jeden Fall lustig. Lustiger Typ, Blink 182.
Wo musst du, musst du für die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht die deutsche ablegen? Nein, man kann die doppelte Staatsbürgerschaft haben, auch wenn das sehr naja, sehr mit einem Anwalt und so weiter sollte man das machen. Ansonsten kann das kompliziert werden. Also so oder so muss man das dann beweisen können, warum man die doppelte Staatsbürgerschaft braucht und so weiter. Aber ich kenne viele mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Ich glaube, es ist auch in der letzten Zeit schwerer geworden, die doppelte Staatsbürgerschaft zu machen, aber es ist immer noch möglich, soweit ich weiß. War eben zu doof dafür. Hey, ich bin jetzt auch bei Patreon da, dabei, aber rückwirkend, danke für all die tollen Einblicke nach Amerika. Liebe die Einblicke in den Ami-Alltag, mehr Geschäfte. Geschäfte-Tours, bitte. Ja, danke, Waldemar. Jetzt kommt sogar die Nachricht. Ihr seht, es ist Waldemar. Ja, nochmal danke an dich, Waldemar. Beste, vielen Dank, Waldemar. Danke dir. Und da ist jetzt auch die Nachricht. Auch nochmal danke für die lieben Worte, Waldemar. Free Nux. 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 Moin, Aramis. Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit den Rocket Beans Kino Plus zu machen? Da gibt es ja ähnliche Themen. Beste Grüße aus Bremen. Also, ich habe schon mal Kontakt versucht aufzubauen. Ich bin ja schon alle Leute, die so um die 30 sind und als Kinder Videospiele gespielt haben, die kennen ja auch Giga Games noch. The Rocket Beans war ja ganz früher mal in einer ähnlichen Konstellation Giga Games. Das lief noch auf, hieß es Giga? Der Sender hieß Giga, oder? Gibt es den immer noch? Keine Ahnung. Von da kenne ich die noch. Simon und Budi und Etienne waren da ja hauptsächlich. Also da war ich ein Riesenfan. Deswegen würde ich sehr gerne mal was mit dem machen. Aber bisher hat sich da noch nichts. Also die haben nicht geantwortet auf meine Nachricht. So, ich habe die angeschrieben und da hat mal gesagt, hey, wäre cool. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwas habt, wo ich vielleicht mitreden kann oder irgendeinen Einblick geben kann, wenn es euch interessiert. Aber war noch nichts. Sehr gerne, aber kam keine Antwort. Aber ja, bin schon seit, ja, wie gesagt, als ich 12 war oder so, als ich 11 war, waren das meine, ihr wisst das ja so, wenn man 11, 12 ist und dann ist da so ein, ich glaube, die waren vielleicht 20 oder so, als sie die Serie gemacht haben, Giga Games, da waren die noch so jung, aber dann ist das so ein älterer und der verdient mit Videospielen, verdienen die ihr Geld, das waren so. Boah, was für coole Typen so. Da waren so richtig meine Idole damals. War schon lustig. Rocket Beans bin ich nicht ganz so oft dabei, so was gucken betrifft. Hier und da gucke ich mal was. Aber mein Bruder zum Beispiel, die gucken das sehr gerne. Das weiß ich. Die würden sich auf jeden Fall, mein Bruder würde sich sehr freuen, wenn ich da zu Gast wäre. Wer weiß, vielleicht eines Tages. Ja, ist es okay, von Sissy und Leben USA in den Kommentaren deiner Videos zu verlinken? Auf jeden Fall. Manchmal sage ich ja Sachen und sage so, oh, weiß ich gerade nichts zu. Unterarm. Hand meinst du hier? Sorry, manchmal ist das irgendwie ein Problem im Gehirn, wenn man dauernd zwischen Themen hin und her springt. Ich habe gerade was gesagt, mittendrin beantworte ich ein anderes Kommentar. Also, erstmal eine Sache beantworten. Ist gar kein Problem, wenn ihr von Leben USA oder Sissy ein Video verlinkt in den Kommentaren. Bei mir, vor allem manchmal sage ich ja, ich weiß gerade nicht so ganz genau die Antwort dazu, vielleicht kann jemand helfen. Und wenn die Antwort in einem Video von denen ist, könnt ihr es gerne verlinken, ist gar kein Problem. Außer, ich weiß nicht, ob YouTube automatisch dann, kann sein, dass YouTube automatisch einen Kommentar verhindert, wenn man einen Link postet. Sollte das passieren, wisst, das mache ich nicht selber, das ist YouTube. Kann sein, dass da automatisch damit kein Spam gepostet wird oder so, dass das passiert. Und wenn ich das dann übersehe und nicht freischalte, dann wird es niemals freigeschaltet. Ich weiß nicht, dein rechter Arm sollte mal ein Bein werden, oder? Ist das alles echt? Nee, ist eine Prothese. Dein rechter Arm, das da, nee, an der Hand, Unterarm. Kann sein, dass ich mich hier abgestützt habe und dann hier so eine Linie war, weil ich mich hier auf meinem Laptop abstütze und der eine scharfe Kante hat und dann ist da nur so eine Linie. Das hier ist von, oh, hier, das hier ist, ja, er fragt nicht. Ich habe mich auf der Straße geprügelt, hallo? Seht ihr das nicht? Ganz klar. Nee, ich habe mit Bejo, der Freund von mir, trainiert. Und ich war bei ihm in seinem Gebäude im Fitnessstudio.
Und wir hatten haben ein cooles Workout gemacht und er, da ist auch ein Boxsack und er ist dann noch an den Boxsack gegangen und so. Und dann war ich neidisch, dass er noch Boxsacktraining gemacht hatte und ich hatte keine Handschuhe dabei und dachte ich, hey, lass doch zusammen trainieren. Und damit man nicht dauernd die vollgeschwitzten Handschuhe wechselt, habe ich einfach ohne Handschuhe halt Boxsack gemacht. Und an manchen Boxsäcken, die sind ein bisschen rauer und dann öffnen sich die Hände. Also war ein bisschen dämlich. Hätte man auch gleich denken, weil das können, weil es ein rauer Boxsack war. Aber ja, so ist das. Hat aber Spaß gemacht. So. Planst du was aus San Francisco? Markus Köller. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wenn ich aus Deutschland zurück bin, werde ich mal nach San Francisco. Das ist ja ein kurzer Trip, 4 Stunden ist ja nichts für USA-Verhältnisse. Und da werde ich mal 2 Tage nach San Francisco. Ich glaube, da gibt es. Das ist einfach auch eine sehr, kann man auch mögen, nicht mögen, aber San Francisco hat auch sehr viel Charakter. Wenn man ein Bild aus San Francisco sieht, weiß man sofort, dass es San Francisco ist. Das haben ja nicht unbedingt viele Städte, außer man sieht irgendein Wahrzeichen, aber in San Francisco fast jede Ecke weiß man, okay, das ist San Francisco. Also kommt auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall und ich muss mich nur immer dran erinnern. Wir gehen ins Disneyland an einem Freitag. Das Hopper-Ticket kostet für mich und meine Kids. Erstmal auch vielen Dank, Markus. Sorry, gar nicht gesagt. Danke dir. Auch Black Pearls Players. Vielen Dank für den Beitritt. So, wir sind wieder zurück zu Iron 80s. Nochmal danke. Und die Nachricht ist, wir gehen an Disneyland an einem Freitag. Das Hopper-Ticket kostet für mich und meine beiden Kids zusammen $627. Kennst du Möglichkeiten, um eventuell günstiger dran zu kommen? Mit Hopper ist das schon. Das ist so eine App, wo man günstigere Tickets bekommt, ne? Ja, Disneyland, es wird auch immer teurer. Die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ist, wenn man jemanden kennt, der dort arbeitet. Dann kommt man sogar gratis rein. Ich glaube, die haben jedes Jahr irgendwie, können sie 5 Leuten gratis Tickets geben oder so. Irgendwie so. Oder vielleicht sogar mehr. Ansonsten kenne ich leider keinen Weg. Und Disneyland ist tatsächlich ziemlich teuer und wird immer teurer. Universal, ich weiß noch, als ich hierher gezogen bin, da hat Universal noch $80 gekostet oder so. Jetzt kostet das Ticket $140. Also Inflation auch in den Vergnügungsparks. Disneyland, ja. Disneyland war ich tatsächlich auch noch nicht. Aber jetzt gibt es da ja den Avenger Campus und auch Star Wars World und so eine Kram. Da werde ich auf jeden Fall mal hin. Kannst du mal einen Film über das Silicon Valley machen? Christoph, interessantes Thema bestimmt. Werde ich mal screenshotten. Da muss ich aber sehr viel Recherche machen auf jeden Fall, weil das ist nicht so mein Spezialgebiet auf jeden Fall. Aber vielleicht kann ich da irgendwas Interessantes zu erzählen. Vielleicht, wenn ich in San Francisco bin, dass ich da auch was filmen kann. Warum wolltest du nicht an der Juilliard School Schauspiel studieren? Cola, ich habe tatsächlich mich bei Juilliard für Gesang beworben. War auch sehr gut, guter Prozess, hat viel Spaß gemacht, war eine super Erfahrung. Bin auch relativ weit gekommen und dann habe ich selber verhunzt, muss ich selber sagen. Habe ein grausames Vorsingen gehabt in der vierten Runde oder so. Insgesamt sind das irgendwie 6 Runden. Ja, nee, nee, nee. Also es war erste Runde, dann da und eine dritte Runde war es. Also hat dann nicht geklappt, aber selbst wenn es geklappt hätte, hätte ich es nicht bezahlen können. Und deswegen hätte ich da auch nicht Schauspiel studieren können, weil das 50, 60.000 Dollar im Jahr kostet. Nee, im Semester. Im Jahr oder im Semester? Ich glaube im Jahr. 50, 60.000 Dollar im Jahr. Oder vielleicht sogar mehr mit. Also das nur für Studienkosten plus Nebenkosten. Also wenn man dann $80.000 im Jahr zahlt, um zu studieren. Das wäre leider nicht ganz drin gewesen bei mir. Also, es hat schon so dann ganz gut geklappt. Moin, moin, grüße dich aus der Mutterstadt. Ja, der Berliner. Ist das jetzt Berlin oder Hamburg, ist die Frage. Aber auf jeden Fall liebe Grüße an dich zurück. Was sind deine Intentionen gewesen, nach LA auszuwandern? Rein alleine Entertainment-Industrie, Schauspiel und so? Wie lukrativ ist YouTube eigentlich schon für dich geworden? Fulltime-Job oder nur zweites Standbein neben der Schauspielkarriere? Also dieses Jahr habe ich auf jeden Fall insgesamt, auch wenn ich jetzt durch 2 Jobs so im Schauspielbereich ganz gutes Geld verdient habe,
habe ich jetzt hauptsächlich meine, ja, hauptsächlich durch YouTube. Und es ist auf jeden Fall, ich sag mal, es ist ein sehr großes zweites Standbein. Also vom Arbeitsaufwand, okay, jetzt habe ich dieses Video, habt ihr gesehen, mein zweites Video nicht geschafft und habe auch hier mal mehr Pausen gemacht. Vom Arbeitsaufwand ist es auf jeden Fall Fulltime-Job, aber ich will es nicht als Fulltime-Job bezeichnen, weil ich ja auch die andere im Schauspielbereich auch mein großer Fokus ist und so. Aber es ist auf jeden Fall, also ich bin sehr dankbar, dass es existiert und deswegen auch jetzt nochmal ein Dankeschön an euch, 1400 Leute, fast, ja, gerade 70 Leute weniger. 1330, schade. Also danke an euch, dass ihr das möglich macht. Und wo wir gerade dabei sind, okay, warte, ich muss noch mal kurz durch die paar Superchats gehen. Okay, macht mal kurz keine Superchats. Dämlich, das zu sagen als YouTuber, aber macht mal kurz keine Superchats. Dann möchte ich nämlich kurz was einbauen als Dankeschön, um noch mal mein Dankeschön zu unterschreiben. Warte, ich gehe mal ganz kurz durch die. Paul Langer, vielen Dank. Meine Freundin, Englischlehrerin, benutzt deine Videos manchmal in ihrem Unterricht. Oh, super, das freut mich sehr. Kommt super bei den Schülern an. Das finde ich richtig cool, dass wenn das so in der Schule benutzt wird, um irgendwie Amerika, weil ich weiß auch noch, ich hatte früher mal im Englischunterricht Amerika als Thema. Was weiß ich, 10., 11. Klasse oder so. Also vielen Dank, Vera. Das finde ich sehr cool. Also liebe Grüße an euch beide und danke für die Unterstützung. Mirko Blay, danke für den Beitritt. Und Uwe Bu, Gruß nach Bochum. Danke dir, Uwe. Vielen Dank. Und jetzt nochmal Dankeschön an DS, schon seit 5 Monaten Member. Liebe Grüße zurück an euch, Dietmar und Andrea, nach Berlin. So, und jetzt würde ich sagen, ja, vielen Dank erstmal. Support ist kein Mord. Okay, nochmal Hannover Süd. Liebe Grüße nach Hannover, vielen Dank. Bist du tätowiert? Fragt jemand. Nein, ich bin nicht tätowiert. Ich finde aber Tätowiers an sich ganz sehr cool. Tattoos finde ich an sich ziemlich cool. Also wenn jemand da, gerade wenn es so richtig coole Kunstwerke sind. Aber bei mir ist es persönlich nicht so mein Ding. Also an mir selber. Vielen Dank nochmal Hannover Süd und liebe Grüße nach Hannover. Und jetzt möchte ich euch was zeigen. Und zwar, ja, also keine Superchats oder sonst was jetzt gerade, weil ich die nicht überspringen möchte. Und Kommentare, wenn ihr die schreibt, werde ich gleich wahrscheinlich, müsst ihr gleich nochmal schreiben. Das ist ein gutes Kommentar, Tarek. Sollte ich das nicht beantworten gleich? Probleme bei der Einreise ist ein sehr interessantes Thema. Mache ich auch mal ein Video drüber. Ist sogar geplant. So, also erstmal nochmal. Vielen Dank an euch, 1340 Leute und allgemein an die 126.000 Leute. Vielen Dank an euch. Nochmal, ich weiß, ich sage es vielleicht zu oft, aber ich bin einfach sehr dankbar, dass ihr hier die Videos guckt und so und eure Unterstützung. Das hilft mir sehr in allen Bereichen meines Lebens. Schauspielbereich kann ein sehr krasses Auf und Ab sein teilweise. Karriere, in der Karriere, mal läuft sehr gut und dann wieder monatelang gar nicht. Und das ist natürlich auch im emotionalen Bereich. Man muss damit auch fertig werden. Also man muss damit auch. Ja, das ist so das Schwerste am Schauspielbereich, dann nicht aufzugeben. Weil gerade wenn man mal dreht und mit Stars zusammenarbeitet und dann plötzlich ist man wieder nichts für Monate. Das ist schon dieses Auf und Ab ist schon extrem. Und deswegen ist dieses YouTube, das relativ, kann natürlich, YouTube kann auch sehr auf und ab sein, aber zumindest die letzten 1,5 Jahre war sehr konstant gut. Dank euch. Deswegen. Vielen Dank an euch. Also wie nicht nur was finanziell betrifft, dass es mir sehr viel hilft, auch dass es einfach allgemein sehr schön ist, dass ich konstant hier Sachen einfach produzieren kann und Leute das gucken. Ich wollte eigentlich, und dann kommen wir noch mal dazu, ich wollte eigentlich ein großes Video dazu machen. So ein Kurzfilm, eine Comedy-Sache kommt vielleicht noch. Das ist nämlich eigentlich schon passiert, was in diesem Film passiert ist. Das wurde wahrscheinlich auch aufgenommen, aber ich habe das Material noch nicht gefunden. Kommt vielleicht noch, aber da habe ich mir schon wieder zu viel vorgenommen, um das nochmal zu sagen. Manchmal nehme ich mir zu viel vor und das war eins davon. Dachte ich, hey, mache ich was richtig Großes und dann muss ich wieder viel zu lange Pause machen, um das zu produzieren. Ich habe es dann einfach nicht geschafft. Vielleicht kommt es noch.
Aber damit es wenigstens, das ist ja Teil von YouTube, dass man das als YouTuber zeigt. Eigentlich wollte ich es in einer anderen Form machen, aber machen wir erstmal so. Ja, denn als YouTuber wird man von YouTube belohnt, wenn man die 100.000 Abonnenten erreicht. Ihr seht, guckt, das ist jetzt 26.000 Abonnenten her. Und ich habe das Video immer noch nicht gemacht. Also das ist der 100.000 Abonnenten. Glaube ich zumindest. Ich habe das ja noch nicht aufgemacht. Komisch, dass der Tesafilm schon zerrissen ist. Also, so sieht das aus. Mal gucken, ob da irgendwas Geheiminformationen drauf sind. Nein. Man kriegt sogar einen tollen unterzeichneten Brief von YouTube. Okay, das ist viel zu hell. Stell scharf. Das ist wahrscheinlich keine echte Unterschrift, aber von Susanne Wojcicki, von CEO von YouTube, unterschrieben. Fühlt sich nicht an, als wäre das ein echter Stift. Ich bräuchte eine zweite Kamera, die das zeigt. Halleluja! 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 Weg mit da mit dem Quatsch. Vielen Dank an die Academy und meine Eltern und alle meine Unterstützer und Gott und die Welt. Dankeschön. Freiheit für die Wale. Nieder mit der Hundesteuer. Ja, also, natürlich, ja, Awards sind natürlich auch nur Prestige und so weiter. Und im Endeffekt ist es auch nur ein Stück, was auch immer das für ein Material ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kein echtes Silber. Aber es ist ein schöner Spiegel. Guck mal, da kann man auch hat man auch einen Spiegel gleichzeitig noch. Toll ist das. Ihr seht den Chat hier. Schön, guck mal, ihr könnt. Oh, das ist ja. Moment, das hier ist ein perfektes Bild. Kann das jemand screenshotten und mir senden? Das ist nämlich genau das. Die Zuschauer werden in dem Play-Button gespiegelt. Genauso muss es sein. Denn das seid ihr hier. 100.000 Abonnenten ist perfekt. Genauso ist die richtige Metapher. Danke. Aber ich muss sagen, auch wenn es nur ein Award ist und bla 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 Award, ja, im Endeffekt ist es auch nur ein Stück. Nur irgend so ein materialer Gegenstand. Gut, dass ich reden kann. Aber ich muss sagen, es ist schon was Schönes. Also ich habe mich sehr darüber, ich freue mich sehr, dass es sowas gibt. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Weil es kann auch sein, guck mal, okay, jetzt gerade seid ihr dabei. Ich hoffe, das läuft noch ein bisschen gut. Aber es kann immer sein, dass so ein YouTube-Kanal auch irgendwann abstirbt. Und irgendwann einfach nicht mehr läuft. Und plötzlich sind die Subscriber weg. Und dann hat man kaum mehr Views. Und vielleicht wird man dann demotiviert und hört auf. Also YouTube ist auch kein. YouTube ist auch kein. Nicht immer für die Ewigkeit. Ihr kennt das ja. Vielleicht habt ihr mal YouTuber geguckt. Und diese gibt es nicht mehr. Oder man hört auf. Aber das hier, dann hat man doch tatsächlich ein Stückchen, wo man auch in 30 Jahren noch daran erinnert wird, da ist was Handfestes, da sieht man, okay, da hat man auf jeden Fall YouTube gemacht. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und ich werde auf jeden Fall weitermachen, aber es ist schon cool, immer mal was, so was Handfestes zu haben, dass man sich an die Wand hängen kann und guck mal, da habe ich mal YouTube gemacht. Schön. Also, danke an euch. So, um das zusammenzufassen. Dann habe ich das jetzt auch endlich mal gezeigt. Der liegt nämlich schon seit, wann habe ich die 100.000 erreicht? Und dann hat das in ein, zwei Monate gedauert. Also er liegt schon seit ein paar Wochen, Monaten hier rum. Und ich wollte das Video dazu machen und dann habe ich mir zu viel vorgenommen. Aber jetzt haben wir das. Das ist ja wichtig, dass man. Ich finde, das gehört dazu, zu YouTube, dass man den auch mal zeigt, du. Und das war's. Und jetzt möchte ich nochmal hier in die. Hast du Piercings, hat jemand gefragt. Habe ich gerade, ist gerade schon wieder weg, aber habe ich auch nicht, nein. Schöne Grüße aus Tirol, sagt da der Luke. Schöne Grüße nach Tirol. Welchen Stellenwert hat eine Schauspielausbildung in den USA?
Ganz gut, sehr gute Frage, Luke. Tatsächlich ist das sehr interessant. Gut, dass du das fragst, weil ich hatte ein Video geplant für Sachen, die keiner über so allgemeine Mythen über Schauspieler und so und über das Leben als Schauspieler. Und das könnte dazu ganz gut passen. Ja, ein Schauspiel ist halt in Deutschland und Österreich ist es sehr wichtig, eine Schauspielausbildung zu haben. Hier interessiert es niemanden. Solange du Credits hast, das ist das Wichtige. Und die bekommt man ja nur, wenn man. Ja, das ist so dieser Catch-22 hier. Also Teufelskreis. Man. Catch-21 oder Catch-22? Bin ich bescheuert? Also, auf jeden Fall. Ah, Phil ist da. Hallo, Phil! Hallo! Phil ist auch lange nicht in meinen Videos gewesen. Aber auf jeden Fall. Ja, hier ist es relativ egal. Solange man gut ist. Aber ich würde jedem empfehlen, der Schauspieler werden will, Schauspielunterricht zu nehmen. Genauso wie wenn ihr Tischler werden wollt, ihr Tischler lernen wollt, erstmal das lernen wollt von jemandem. Schauspiel ist auch einfach nur ein Handwerk und jeder kann es lernen. Jeder kann Schauspiel lernen. Genauso wie ich glaube, jeder kann Klavier lernen, jeder kann Gitarre spielen lernen. An jeder Kunst gibt es auch einen großen Handwerksaspekt und das ist genauso dort. Also ich würde jedem empfehlen, der Schauspieler werden möchte, Schauspielunterricht zu nehmen. Auch wenn manche Stars sagen, oh, der hatte noch nie Schauspielunterricht, ein Naturtalent. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, weil ich das von diversen Stars weiß, weil ich den Schauspielcoach von denen kenne, die behaupten, Naturtalent, er hat einfach so angefangen, Schauspieler zu werden und nie Unterricht genommen. Das klingt immer ganz gut, dieses, oh, Naturtalent, er ist geboren, um Schauspieler zu werden. Nein. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass jeder Star oder sonst was, der das sagt, ebenfalls Schauspielunterricht oder Coaching hatte zuvorher. Ist einfach sehr wichtig. Machst du wieder mal ein Video mit Bill aus Leben USA? Als ihr in Mexiko wart, das war super. Liebe Grüße von Dietmar und Andrea. Dietmar und Andrea, vielen Dank nochmal an euch beide und liebe Grüße. Ja, kommt bald wieder. Er wollte ja nochmal nach LA kommen. Eigentlich wollten wir das jetzt noch machen, bevor ich nach Deutschland gehe, aber das wird jetzt nicht mehr passen. Aber wenn ich dann zurück bin, wird mal wieder was kommen zusammen, auf jeden Fall. 8 Milliarden Menschen noch. Ja, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Was muss man tun, um einen Bart wie dein zu bekommen? Fragt Philipp Pflock. Phil, du musst ganz viel dein Gesicht anstrengen, damit du die Haarpartikel anregst. Gibt's nicht so ein geiles Meme von diesem Jungen? Das ist eines der ältesten Memes überhaupt. Kennst du Stadtbewohner? Ja, auch nicht persönlich, aber habe ich auch mal natürlich auf YouTube gesehen. Der wohnt aber wieder in der Schweiz oder so, ne? Der ist nicht mehr. Ja, Jennifer Lawrence, auch Jennifer Lawrence hatte definitiv Coachings vorher und Unterricht und was weiß ich. Also, das ist alles, ist ein gutes Marketing, ein guter, klingt gut zu sagen, dass man nie unter. Genauso wie wenn man sagen würde, oh ja, der hat Klavier gelernt und hatte nie Unterricht und dann ist es ein Konzertpianist. Dann, ja, sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Liebe Grüße aus Hamburg. Hummelsbüttel. Ja, schön, du Hummelsbüttel. Hummelsbüttel, schöne Ecke. Hast du einen Plan B Job? Nein, habe ich nicht. Wird auch niemals passieren. Und ich werde sagen, dass jeder, der Schauspieler oder Künstler werden will, wenn es einen Plan. Das ist meine Einstellung. Sollte niemand zu ernst nehmen. Aber wenn man einen Plan B hat, dann wird es wahrscheinlich nichts mit dem Plan A. Man muss wirklich, auch wenn es schwer ist, wenn man, das ist meine Einstellung, meine Meinung, man muss so viel Leben, Energie, Zeit dem widmen, diesem Plan A, gerade wenn man sowas macht. Wenn man einen Plan B hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, um es etwas diplomatischer zu sagen. Sehr viel geringer, dass man sie mal schafft. Also deswegen, no plan B for me. Und das kann natürlich nach hinten losgehen, klar, aber man muss diese Naivität, glaube ich, haben. Ansonsten, stell dir mal vor, wenn ich einen Plan B habe und dann jetzt hier super
Sorry, ich muss gerade hier gucken. Also, wenn ich diese Naivität nicht hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch niemals nach L.A. gezogen. Das ist ja schon ein Risiko, sage ich mal so. Hätte auch nach 2 Jahren sein können, dass ich dann wieder nach Hause gemusst hätte. So. Mirko Blay, vielen Dank. Ach ja, und JPM, vielen Dank. Jean-Pierre. Jean-Pierre, oder? Jean-Pierre spricht man dann auch. Jean-Pierre, ich glaube, ich habe den Namen noch nie in Deutschland gehört, Jean-Pierre. Wie wird er dann in Deutschland ausgesprochen? Trotzdem auf französische Art, oder nicht? Also, liebe Grüße nochmal und danke dir. Mirko Blay, vielen Dank. Mirko. Tarek. Ich hatte einmal Probleme wirklich bei der Einreise in die USA. Und da werde ich mal in einem Video von erzählen. Also, Tarek, ich denke an dich, wenn ich dieses Video aufnehmen muss. Sorry, dass die Antwort sich verspätet, aber wenn ich weiß, dass ich ein Video darüber aufnehmen möchte, dann will ich das jetzt nicht schon alles vorwegnehmen. Aber ja, ich hatte einmal Probleme und das war sehr stressig, kann ich euch sagen. Sehr, sehr stressig. Sehr stressig. Was machst du gegen Haarausfall? Also, gar nichts. Werde ich auch niemals was gegen machen. Wenn mir alle Haare ausfallen, dann habe ich keine Haare mehr und dann ist das so. Sehe ich nicht so wirklich. Also muss ich sein, ich habe mir schon mal den Kopf rasiert und ich fand es nicht schlimm. Dann rasiere ich mir den Kopf, wenn ich richtigen Haarausfall habe. Aber so, wie ihr das seht, ist es im Prinzip schon seit 10 Jahren so und hat sich nicht viel verändert. Also mal gucken, wie lange das noch dauert, dass mir alles ausfällt auf dem Kopf. Aber wenn, dann nicht. Ich meine, das ist natürlich und fertig. So, dann ist das so. Sorry, wo sind wir? Ah, Stadtbewohner zieht wieder nach Texas. Sorry, ich hatte gerade wieder einen Aussetzer im Kopf. da. Aber das wollte ich, genau, das wollte ich. Von Mirko nochmal. Vielen Dank nochmal, Mirko. Eine Ausbildung in USA ist echt teuer, ja, auf jeden Fall. USA-Ausbildung, also zum Beispiel als Krankenschwester, fängt schon ab $20.000 an. Ja, man muss dafür zahlen und es ist teuer in den USA, Ausbildung oder zu studieren. Deswegen, also es macht auf jeden Fall Sinn, in Deutschland zu studieren vor allem. Studieren ist hier so teuer und ich glaube nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich rede ja schon wieder den ganzen Tag. Ah, lecker. Du warst doch neulich bei Gelato Angels. Was kostet das Eis da? Wenn du das Video dort anhältst, siehst du wahrscheinlich die Preise. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber schon, also verglichen mit deutschen Eispreisen ist es sehr teuer. Für Los Angeles Eispreise ist es normal. Aber ich glaube, so 2 Kugeln kosten schon so $8 oder so. Circa $8. Aber das ist sehr normal hier. $8 für 2 Kugeln ist schon mal ein normaler Preis, was Eis betrifft. Ja, traurig. Ist Pasadena und Glendale eine sichere Gegend? Ja, beide sehr sichere, sehr ruhige Gegenden. Glendale und Pasadena. Pasadena ist sehr schön. War ich sehr lange nicht. Aber Pasadena hat sehr... Muss ich auch mal ein Video machen. Ich glaube, eine Bike-Tour wäre da mal wieder sehr schön. Pasadena ist eine sehr schöne Gegend. Richtig ruhig. Hat eine schöne Altstadt. In Anführungsstrichen. Warst du schon mal in Australien? Nein, war ich noch nie, Lina. Liebe Grüße nach Schleswig-Holstein. Australien. Also bei mir ist Neuseeland auf jeden Fall aus der Liste. Ich frage, wann ich es mal nach Australien schaffe, aber Neuseeland würde ich auf jeden Fall mal gerne hin. Du hast eine sehr gute Moderatorenstimme. Ich glaube, man muss so sprechen als Moderator. Danke dir, Thomas. Und zurück an Beramis. Hallo, du warst doch neulich, das war das eben, manchmal lese ich einfach Sachen doppelt vor. Da du öfters in den Bergen und im Schnee bist, hast du Winterreifen für deinen Bronco? Ich habe so All-Terrain-Tires für den Bronco. Also All-Gelände, wie nennt man die auf Deutsch? All-Terrain? All-Gelände-Reifen. Also es ist kein All-Wetter-Reifen, es ist ein All-Terrain, das ist nochmal ein Unterschied, soweit ich weiß. Und die haben sehr gut funktioniert. Also ich bin ja durch den tiefsten Schnee überhaupt gefahren da.
sowohl in Oregon jetzt als auch in Colorado. Und ich bin kein einziges Mal auch nur ein bisschen gerutscht. Also ich muss sagen, dafür der Bronco-Sport war wirklich, hat sich sehr, sehr gut gemacht. Also Applaus an den Bronco, das kann ich schon mal sagen. Ja. Wie hast du Filmen und Schneiden gelernt? Thorsten, nur selbst beigebracht und YouTube-Tutorials und so. YouTube-Tutorials sind der Hit. Ich habe sehr viel Tutorials geguckt und so. Und dann natürlich, so Filme machen ist viel, so ausprobieren. Weil jeder hat dann auch so, selbst beim Schneiden, jeder macht das so ein bisschen anders. Und jeder hat so seine eigenen Herangehensweisen. Und da lernt man schon sehr viel beim einfach machen und ausprobieren und dann das machen. Und ja. Ja. Wo ist deine Trinkvase? Da sieht man, wie gut es läuft. Ich brauche keine Vase mehr, aus der ich trinken muss. Ich habe jetzt eine echte Flasche. Lecker. Guck mal, sogar mit Sticker habe ich mir da drauf geklebt. Von Snowboard-Sticker. Zwei deutsche YouTuber namens Jean-Pierre. Ach, echt. Ach ja, der JP, ne? Der Autotyp. Der Autotyp. Würdest du für eine gute Schauspielrolle den Bart rasieren? Ja, absolut, sofort. Du hast doch gerade daran gebaut, an deinem guten Plan B. Stimmt, YouTube. Kann man so sagen. Kann man im Prinzip so, so sagen. Aramis ist eine Evolutionsstufe aufgestiegen. Jetzt hat eine Trinkflasche. So. Wurdest du schon auf der Straße auf deiner Rollen angesprochen? Nee, auf eine deiner Rollen angesprochen? Nee, noch nicht. Die sind auch, glaube ich, viel zu klein dafür, dass das passieren würde momentan. Aber YouTube ist schon passiert. Und zwar in L.A. Das ist natürlich das Witzige, wo man denkt so, okay, 120.000 ist schon keine schlechte Zahl, aber für YouTube, das ist ja immer noch eine relativ kleine Zahl. Ich meine, mittlerweile gibt es ja, weiß ich, wie viele tausend Accounts, die über 1 Million Abonnenten haben. Aber da würde man denken, vor allem wenn man dann nur deutsches Publikum hat und dann gerade in L.A., da erkennt einen doch niemand. Aber das Witzige ist natürlich, die Leute, die meine Videos gucken, sind gerade die Leute, die hier in L.A. Urlaub machen. Also gerade hier läuft mir mal jemand über den Weg, der sagt, oh cool, das war das Witzigste überhaupt. Das war in Deutschland. Ich war letztens in Santa Monica und habe dank deiner Videos gratis geparkt. Wo ich dachte, oh, meine Videos haben einen Sinn. Und hier auch so, oh geil, ich war auf dem Hollywood Boulevard gerade letztens. Oh, ich habe gerade ein Video über Hollywood Boulevard geguckt, deine Tour und so. Und ja, perfekt. Genau dafür sind die Videos da. Cool. Gibt es nochmal ein Video mit Lynn? Bestimmt irgendwann, steht es jetzt gerade nicht so auf dem Plan. Ich habe sie auch seit dem letzten Video nicht gesehen. Das sieht dann natürlich aus immer, als wäre man super krass befreundet und so weiter. Aber wir sind auch befreundet und so. Aber gerade in L.A., dann verliert man sich mal aus den Augen und so weiter. Das dauert dann immer mal, bis man dann sich wieder sieht und so. Also manche meiner, wo ich sagen würde, das sind eine meiner besten Freunde hier, die sieht man dann plötzlich jahrelang nicht. oder monatelang, jahrelang vielleicht auch nicht. Wie alt bist du? 31. Könntest du dir irgendwann vorstellen, ein Buch über dein Leben zu schreiben? Also ich glaube, da müsste noch einiges Interessantes in meinem Leben passieren. Ich glaube, jetzt momentan würde ich mir ziemlich bescheuert vorkommen, ein Buch über mein Leben zu schreiben. Da wüsste ich nicht, was ich erzählen sollte. Wer weiß, sollte irgendwas Interessantes passieren, dann vielleicht ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Es muss ja auch irgendwie ein spezifisches Thema haben, glaube ich. Also da muss man schon richtig berühmt sein, glaube ich, um ein Buch über sein Leben zu schreiben. Ansonsten, wen interessiert das? Was interessiert mich das? Bald Auslandssemester in Arkansas. Arkansas, wie wir auch sagen. In Arkansas. Hast du Tipps? Yannick, leider gar nicht. Ich war noch nie in Arkansas. Mein einziger Tipp ist, offen sein und
die Leute nicht immer direkt beim Wort nehmen, erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wie die Amerikaner so reden. Und einfach offen sein für, wie die Leute drauf sind. Und definitiv auch das Gespräch suchen mit den Menschen. Das ist meistens sehr interessant. Auch wenn man denkt, so, oh, das ist eine Person, mit der würde ich normalerweise vielleicht keine Zeit verbringen. Aber einfach mal zuhören, was die Leute so erzählen. Man hört da schon interessante Dinge teilweise. Auch wenn die Leute vielleicht ganz anders drauf sind als man selber. Vielleicht gerade in Arkansas. Ist der Merch durch Zufall auch schon fertig? Ja, im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Pasadena, Project X. Pasadena ist ja auch, da spielt ja angeblich auch Big Bang Theory, aber die haben das natürlich alles in einem Studio gedreht. In einem Filmstudio. Ich glaube auf der Warner Brothers Lot, bin mir gerade nicht sicher. Irgendwann kostet in Deutschland auch ungefähr 8 Euro bei den Preisen aktuell, ja. Man weiß nie momentan. Hi aus Palm Springs. Meine Frage von deiner Perspektive. Was sagst du dazu, dass viele Deutsche und Amis L.A. für arm halten, obwohl es zu 60% reich ist? Nikolai, ja, das Ding ist halt... erstmal liebe Grüße nach Palm Springs und vielen Dank. Also L.A. ist natürlich... seht ihr ja dauernd in den Videos. Gleichzeitig extrem reich und gleichzeitig... extrem arm, beziehungsweise man muss schon viel Geld haben vergleichsweise mit anderen Orten. Also ein Betrag, den man verdient, der in anderen Orten viel wäre, der hier noch als mehr oder weniger arm zählt. Also man kann sich ja, also wenn man sich manche Häuser anguckt, die sehen aus wie die letzten Bruchbuden, aber die kosten trotzdem $1 Million. So, und dann fährt man daran vorbei und denkt, was ist das für eine Bruchbude? Aber die Person, die da drin lebt, hat wahrscheinlich ziemlich viel Geld. So, und dann, naja, seht ihr natürlich auch viele Leute auf der Straße hier und sehr viel, wirklich sehr, sehr direkte Armut. Und gleichzeitig halt die Mega-Mansions und so. Also es ist halt sehr, sehr, sehr extreme Gegenteile. Wann kommt das nächste Finanzvideo? Maurice. Abonniert jetzt meinen Finanzkanal. Aramis Merlin. Kauft meine Produkte. Für ein Eis. Danke, Sarah. Vielen Dank für das Eis. Danke für den Superchat. Sorry, habe ich gerade was übersehen? Von ja, guck mal, Gnosch habe ich übersehen. Das ist eine Schande. Vielen Dank, Gnosch. Danke dir für den Superchat und liebe Grüße ins Bergische Land. Dankeschön. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. War das nicht ein TV-Total-Knopf oder so? Vielen Dank, Gnosch. So, ich springe einfach mal wieder nach ganz unten, sonst bleibe ich hier oben hängen. Ah, hier. Terbia, sorry, den haben wir noch. Terbia Freimacher. Vielen Dank. Und... vielen Dank und werde ich auf jeden Fall gucken, die letzte Staffel von Better Call Saul. Oasen TV, okay, Oasen TV war doch da. Ich dachte, ich hätte es mir nur vorgestellt. Also Oasen TV, der erste Moderator hier. Oasen TV, liebe Grüße nach Arizona. Der wohnt jetzt in Arizona. Oasen TV, wie heiß ist es bei euch in Arizona? Schreibt das nochmal ganz kurz. Arizona ist ja wirklich einer der heißesten Orte in den USA. Arizona, ein Staat östlich von wie heißt es, Kalifornien, so heißt es, Kalifornien. Bist du mal bei der GNBF gestartet? GNBF, für die, die es nicht wissen, was die meisten wahrscheinlich sind, German Natural Bodybuilding Federation, also für Natural Bodybuilding. Ja, bin ich, 2012 bin ich da gestartet, bei der Deutschen Meisterschaft, dritter Platz bei den Junioren oder wie die Klasse hieß. Und den Pokal fürs beste Posing habe ich bekommen. Boah, guckt euch das mal an. Oasen TV hatte gestern 45 Grad. Läuft. Ja, danke, dass wir den Screenshot. Werde ich euch, werde ich dann vielleicht nochmal posten für die Community, falls ihr mir den gesendet habt. Oh, warte, ich muss übrigens mal in mein E-Mail-Postfach gucken, falls da... Oh, da waren auch Donationen. Sorry, nochmal. Also, ich hoffe, ihr seid noch da. Die Donation übers E-Mail
Postfach gemacht haben. Übers E-Mail. Die haben mir E-Mail-Donationen. Nein, über PayPal und so. Weil die wurden ja gar nicht angezeigt. Sorry, dass ich das jetzt erst offen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Also Annika, vielen Dank. Annika, vielen Dank. Natürlich, vielen Dank, Annika. Und auch Daniel Radke, sage ich einfach mal den ganzen Namen. Vielen Dank, Daniel, für das, was du das Geld für gesendet hast. Und vielen Dank, Alexander Staff. Punkt. Also vielen Dank, hoffentlich bist du noch da, Alexander S. Punkt. ja, vielen Dank. Was ist mit den Dosen aus dem Bier-Adventskalender passiert? Ich habe das irgendwann vergessen mit dem Bier-Adventskalender. Und der liegt jetzt bei mir 6 Monate, das kann ich euch mal fragen. Der liegt bei mir 6 Monate jetzt rum, länger, 7 Monate liegt der bei mir jetzt rum. Ihr wisst vielleicht noch, ich hatte mal den 7 Jahre... Ich hatte mal den Bier-Adventskalender hier gekauft, habe ich mal ein Video gemacht. Kann man nach 7 Monaten, wird Bier da schlecht? Was ist mit Bier? Wird das schlecht? Ich hab da, weiß es nicht genau. Donation, was ist das denn für eine Sauerei? Original in Bud Spencer, in Bud Spencers Stimme muss man das vorlesen, Franco. Bierzucker 1 Jahr haltbar. Zisch und klack und weg. Also ist noch haltbar. Bier wird schon schlecht, aber könnte noch gut sein. Bier kann flockig werden. Kann schlecht schmecken. Ich verkoche Bier dann immer. Wird es ungesund? Immer 1 Jahr mindestens haltbar. Aber 1 Jahr im Kühlschrank oder 1 Jahr allgemein? Ich habe Bier hier, das ist ein 2019 abgelaufen ist. Nee, kannst du trinken. Okay, dann kann ich ja eventuell, das Ding ist ja, ich werde das nicht trinken, aber ich werde mir Freunde einladen, die das für mich trinken, also Amerikaner, die dann das Bier judgen müssen. Okay, also kann ich das also noch, Bier kann schimmeln, aber wenn man das in ein Glas gießt, dann wird man das ja sehen. Ich will jetzt hier keine Freunde einladen und denen vergammeltes Bier geben oder so. Bier geht immer, egal wie alt. Ami-Bier, aber das Ding ist ja, das sind ja deutsche Biermarken, das ist ja importiertes Bier aus Deutschland. Das war für die, die das Video nicht gesehen haben, das waren, oh, ich muss mal ganz kurz, okay. Ich bin mal ganz kurz, warte mal kurz, ach, da liegt die. Ich muss mal ganz kurz was machen hier. Ich bin gleich vielleicht für eine Sekunde weg, aber der Stream läuft noch. Ich muss nur die Batterie wechseln in meiner Kamera. Also, ich muss ganz schnell die Batterie wechseln in meiner Kamera. Währenddessen werdet ihr mich nicht sehen. Bitte bleibt trotzdem. Das dauert 10 Sekunden. Ich habe vergessen, mein extra Ladeteil anzuschließen. Das ist natürlich schlau. Deswegen ist die Batterie jetzt mittlerweile leer, weil die ganze Zeit läuft. Hallo, Nahaufnahme. Wie geht es euch, Freunde? So nah dran. Oh, ich hoffe, das kann ich öffnen. Bitte, 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 habe ich es gut eingestellt. Ja, einmal applaudieren, dass ich es richtig auf dem Tripod befestigt habe, dass ich das jetzt wechseln kann. Achtung, okay, Achtung, Achtung, ihr seht mich nicht. Jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit für eine Werbepause. Aber machen wir aus Prinzip nicht. Machen wir aus Prinzip nicht. Achtung, Dark Mode. Okay, wenn ich jetzt weg sein sollte, das wäre jetzt ein ziemlich schlechtes Ende. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht weg bin. Wollt ihr noch mehr Nahaufnahmen von mir sehen? Hallo, Augenringe. Boah, ganz schöne Augenringe. Okay, Hautporen incoming. Okay, bis gleich. Eine Sekunde. Hat es geklappt? Bin ich noch da? Lebe ich noch? Hat es geklappt? Hat es geklappt? Wo ist Aramis hin? Ist der Stream vorbei? Yeah, Batteriewechsel. Oh mein Gott, wo ist der hin? Ihr seid aber witzig. Hashtag FreeBeramis. lustig. Welcome back. Oh, das war schon eine ziemlich lange Pause. Das war schon, also ich weiß, das war schon Herzrasen, kann man sagen. Guckt euch das an. So funktioniert das. Wir machen auch nicht viel länger.
Das wäre, oh Mann, schade. Jetzt Beramis, wenn jetzt Beramis erschienen wäre, das wäre richtig lustig gewesen. Die GNBF-Frage. Wer ist es nochmal? Wer hatte das nochmal gestellt? Auf jeden Fall warst du auch bei der GNBF. Cool. 2014 dann oder 2010? Ich habe gerade vergessen, welcher Name das war. Zu viele Namen hier. Auf jeden Fall, ja, GNBF war eine lustige Erfahrung. Bodybuilding. Bodybuilding, wie man in Deutschland sagt. Ist Kanada für die USA wie Österreich für Deutschland? Kann man fast so sagen, glaube ich. Kann man fast so sagen. Ja. Aber nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Ah, das waren 12 Sekunden. Direkt 40 Leute deabonniert. Alles klar, Bernd. Gute Nacht an dich. Schön, dass du dabei warst. Koreatown, soll das ehrlich so krass da sein? In welcher Hinsicht meinst du das, Jacqueline? Also Koreatown ist jetzt nicht die schönste Gegend, aber Koreatown ist nicht die schönste Gegend, aber ist auch keine schlimme Gegend. Also Rack Biceps Curl Athlete. Erstmal geilster Name überhaupt. Rack Biceps Curl Athlete. Bodybuilding. Genauso. Bodybuilding. danke, Thorsten. Vielen Dank. Ada, wie zufrieden bist du mit deinem Bronco? Der kommt jetzt wohl auch nach Deutschland. Ja, sorry, was ich nicht weiß. Wie spricht man ZH dann aus? Chengizan einfach? Chengizan? Chengizan? Özkan? Chengizan? Özkan. Auf jeden Fall, sorry, falls ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Bronco, der ist. Also, der Bronco Sport kommt ja, glaube ich, nicht nach Deutschland, nur der große. Deswegen ist das natürlich nicht ganz richtig das Fazit, aber also ich bin mehr als zufrieden. Ein einziges Problem hat das Auto. Ein einziges Problem. Und dann, das ist die Windschutzscheibe. Und das sagt jeder, der dieses Auto hat. Das ist sehr sensibel, die Windschutzscheibe. Irgendwie haben die da gefuscht oder so, kann ich mir nur vorstellen. Oder vielleicht auf der Grund von der Lage, weiß ich nicht. Bist du vor den Castings nervös? Nein, Wladimir, bin ich nicht. Ich freue mich auf jedes Casting. Aber ja, also das ist das Einzige. Alles andere, ja, freue mich. Ich liebe den Broncosport immer noch. Kennst du den Malibu Artist? Nee, kenne ich nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, falls ich. Hier, ja, habe ich nicht. Sorry, nochmal. BadePaul79. Ich glaube, das war schon vor einer Weile. Ich hoffe, du bist noch hier. BadePaul79, vielen Dank für den Superchat. Danke dir. Vielen Dank. An dich, BadePaul79. Und vielen Dank an Mirko Blay nochmal fürs Giften, fürs Verschenken der Donuts, der Mitgliedschaften. Vielen Dank, Mirko. Das hatte ich noch übersehen. Glücklicherweise wird das hier oben immer angezeigt, weil sonst würde ich das dauernd übersehen. Schneidest du deine Haare noch selber? Ja, schneide ich immer noch selber. Eines Tages gönne ich mir mal eine Frisur. Aber nee, schneide ich immer selber. Für das, was ich meine, für so der Haarschnitt, den ich brauche, das ist ja schön gut, dass du noch da bist, Bade Paul. Gut, vielen Dank, Bade Paul. 79, danke dir. Haben für Oktober da ein Hotelzimmer gemietet. Rotex Hotel heißt das. Ja, Koreatown. Ich meine, in Koreatown sind sehr viele Bars und Karaoke-Sachen und Restaurants und so. Und ja, vielleicht will man da nicht unbedingt abends auf der Straße rumlaufen, aber das ist in sehr vielen Orten in LA so. Und da sollte es. Abends will man auch nicht unbedingt in Hollywood auf der Straße rumlaufen und so. Also, das macht man sowieso nicht. Ihr habt ja dann wahrscheinlich auch ein Mietauto, Jacqueline. Ja. Schau dir das Video von JP über den Bronco an. Ist mega witzig. Mach ich mal. Hatte ich mir noch nicht angeguckt. Über den Bronco. Ja, der große Bronco. Ist auf jeden Fall cool. Ja. Aber ich will den Großbronco jetzt auch nicht unbedingt haben. Ehrlich gesagt, der würde einfach nicht zu. Ich bin ja auch im Endeffekt fahre ich ja hauptsächlich in der Stadt und da ist der Kleine einfach sehr viel angenehmer. Der Große ist halt eben wirklich für richtig Hardcore Offroaden und so. Deswegen verstehe ich auch nicht so.
Okay, es gibt bestimmt Orte in Deutschland auch, wofür man den benutzen kann. Aber ich verstehe nicht, wieso der Bronco Sport nicht nach Deutschland kommt, sondern der große Bronco. Der Bronco Sport wäre viel angebrachter für die deutschen Straßen und Gegenden. Aber naja, solange es die Leute kaufen, können sie ja machen, was sie wollen. Nee, Friseur kriegst du auch für $40 oder so einen halbwegs guten. Hier. Kriegst du auch dafür. Live und in Farbe. Moin, Michael. Lichter. Grüße nach Neuseeland. Greetings, Monika Ludwig. You're welcome to come to us Kiwis. Ja, ich hoffe, ich schaffe es mal nach Neuseeland. Es sieht einfach nur wunderschön aus dort. Auf Video und Bild. Und das hoffe ich irgendwann mal in live in Persona zu sehen. Liebe Grüße aus der Schweiz. Swiss Rap. Liebe Grüße in die Schweiz. Auch Schweiz hoffe ich, es bald mal hinzukommen. Auch für mich, das sind genau die beiden Länder für mich. Auf Video, Schweiz und Neuseeland sind so mit Island für mich die schönsten Länder, die es gibt. Von der Natur her. Und dann vielleicht auch noch Norwegen, Skandinavien, also Nordskandinavien so. Für mich so das Schönste. Das ist genau mein Ding. Genau mein Ding. Beramis kommt schon langsam durch. Das ist so wie bei Hulk. Aber leider das Gegenteil. Wenn man sich verwandelt, wird alles noch viel schlimmer. Das wäre mal lustig. So eine richtige Transformation. Ich ziehe am 11. August nach Venice in die Innenstadt. Oha! 5 Minuten weg vom Beach in ein Co-Living-Gebäude. Das ist nicht schlecht. Direkt zum Beach. Venice ist nicht so jetzt meine Lieblingsgegend, aber das ist auf jeden Fall wird eine geile Erfahrung, kann ich dir mal sagen so. Ja, falls jemand, habe ich gerade nicht gesehen. Katja, glaube ich. Andreas hat schon beantwortet. Genau, ich benutze die Sony Alpha 7S3. Steht auch gerade da als Webcam quasi. Was, das Bild ist unscharf? Bei mir ist das Bild nicht unscharf. Bin ich auch irgendwo drauf gekommen? Also bei mir ist das Bild scharf. Aber sag gerne mal, wenn es bei allen unscharf ist. Beramis ist dein Moon Knight. Ja, im Prinzip genau das. Bild ist scharf. Nichts ist unscharf. Okay, gut. Dann ist ja gut. Darüber könnte ich einen kleinen Aufsatz schreiben, wieso die großen Amis nach Deutschland kommen und nicht die Soccer Mom Cars. Ja, verstehe ich. Ja, gut, weiß ich nicht. Also, ich sehe auch sehr wenige Pickup Trucks und so natürlich in Deutschland. Und vielleicht bei mir auf dem Land, du in Schleswig-Holstein, sieht man mal einen. Aber muss ich ja rentieren. Also, die Leute, sonst gäbe es die ja nicht. Keine Ahnung. Ah, Jiggy James, in welchem Gebäude hat Schwarzenegger mal gewohnt? Na? Im Bodybuilding. Daumen hoch für diesen Witz. Wie schlimm ist die Inflation? Ja, man merkt es schon natürlich, gerade in so alltäglichen Bereichen wie Nahrungsmittel und Benzin natürlich. Wahrscheinlich so wie in Deutschland. Also, ja. Oh, Binora, Rinora. Das reimt sich aber schön. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ab ins Bettchen. In 4 Stunden. Ah, was musst du denn arbeiten in 4 Stunden? Um, wie spät ist es jetzt? 10 in Deutschland? Kurz nach 10? Um 2 fängst du an zu arbeiten. Das ist heftig. Also, ich hoffe, du kommst jetzt ins Bett und schläfst, Binora Renora. Ab ins Bettchen, ab ins Bettchen. Bei mir ist es auch scharf. Okay. Meine Nase läuft. Oh, war letztens in Istanbul, da kostet ein guter Haarschnitt gerade mal 1 Euro. Quasi. Ja? Moment, 50.000, 50, 1 Euro circa. Ah ne, 50, also 3 Euro ungefähr, circa. Ja, da lohnt sich das, glaube ich, schon fast einen Flug nach
nach Istanbul zu machen und dann dort einfach die Haare zu schneiden und dann wieder zurückzufliegen. Wie mit Schönheits-OPs, was die Leute sonst so machen. Schönheits-OP in Istanbul. Ich glaube, so ein paar Minütchen mache ich noch, nicht viel länger. Ich meine, wird ja, also sind immer 1300 Leute da. Wahnsinn, danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr immer noch dabei seid zu dieser späten Stunde. Aber wird ja langsam auch spät hier. Wozu braucht man einen Pickup? Wenn man im landwirtschaftlichen Bereich arbeitet, hier viele Handwerker haben Pickups. Pickups sind sehr gut, wenn man hier in einem Extrem, wo es gibt halt viele Gebiete hier in der Natur, wo es kaum Straßen gibt. Und viele Leute haben dann Hobbys in der Natur und so weiter, wo ein Pickup dann schon sehr praktisch ist. Deswegen haben Leute hier viele Pickups. Manche Leute haben auch Pickups komplett aus gar keinem Grund, sondern einfach nur, weil sie ein riesiges Auto fahren wollen. Aber es gibt schon Gründe, hier ein Pickup zu haben. Auf jeden Fall. Gerade wenn man in einem Bereich arbeitet, wo es sehr, sehr praktisch ist. Ja, lieber durchmachen als 4 Stunden Schlaf. Ich bin auch Team lieber durchmachen als 4 Stunden Schlaf. Aber das ist keine Empfehlung an dich jetzt. Können die Amis eine gute Rettungsgasse bilden? Das ist eine sehr interessante, spezifische Frage, Sabo. Ja, normalerweise läuft das sehr gut. Ich hatte es erst zweimal erlebt, aber normalerweise läuft das sehr gut, tatsächlich. Überraschenderweise. Ja. Es gibt keinen Quark in den USA. Nee, gibt keinen Quark wirklich. Moment, war das eine Frage oder eine rhetorische Frage? Wie, es gibt keinen Quark? Hat irgendjemand das gefragt? Ja, es gibt keinen Quark in den USA. Nicht wirklich, zumindest. Wurde dir schon oft gesagt, dass du Ähnlichkeit zu Aaron Paul aufweist? Also vom Typ wahrscheinlich ähnlich so allgemein, aber gerade als ich keinen Bart hatte, habe ich das 1-2 Mal gehört. Aber sonst eher andere Schauspieler. Also eher ohne Bart, ja. Dann habe ich das schon mal gehört, ja. Auch wenn man es jetzt, ist jetzt nicht super ähnlich, würde ich sagen, aber so vom Style vielleicht. Welcher Gang gehörst du an? Der, ich wollte jetzt irgendein Wortspiel machen, aber mir ist keins eingefallen. Schade. Schade, schade, schade. Bin morgen in L.A. Ging ein Sportevent, den du empfehlen kannst. Powder Ranger, da fragst du leider, glaube ich, die falsche Person. Sportevents, vor allem am Montag, weiß ich nicht. Die sind ja meistens am Sonntag auch, oder? Also ich war hier noch nie bei einem Sportevent, ehrlich gesagt. Weil nämlich die ganzen deutschen die ganzen amerikanischen Sportarten gar nicht interessieren. Der aus Tropic Thunder, ja, Berami. Der ist in der Berabis Gang. Streamer Gang. Moin, liebe Grüße aus Hamburg. Farmsen, jawohl. Deine Videos sind klasse, mach weiter so. Vielen Dank, Florian. Danke dir, Florian. Vielen Dank, lieber Florian. Arbeitet die Müllabfuhr 24/7? Nee, aber auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass jeden Tag irgendwo Müllabfuhr ist, aber dann halt in verschiedenen Gegenden. Aber 24/7, also nachts nicht unbedingt, glaube ich. Also, dass alles in den USA rollstuhlgerecht ist, kann ich dir nicht sagen, aber in L.A., ich habe mal, weil ich weiß, dass ein paar Leute im Rollstuhl sind, die hier zugucken und dann mal die Frage gestellt haben und dann habe ich da mal drauf geachtet. Und L.A., Los Angeles, ist schon sehr rollstuhlfahrergerecht, kann man sagen. Und ich glaube, das hat auch so einen Ruf dafür, dass es da sehr gut für gemacht ist. Aber ja, allgemein USA weiß ich nicht. Überall kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber L.A. schon, angeblich. Sah auf jeden Fall bisher so aus. Es sind überall Fahrstühle etc. pp.
Ah, sorry, das genau. Jemand meinte Wasserknappheit. Also die Wasserknappheit und Regulierung, die betreffen mich überhaupt nicht. Das betrifft hauptsächlich Leute momentan, die Häuser haben. Weil man gerade außerhalb, für draußen sind die Regulierungen, wenn man jetzt im Garten bewässern will und so. Ist bei dir nicht auch das All Valley Karate Championship? Stichwort Sportevent. Raptor 1450. Das All Valley Karate Championship, der oder das, wäre tatsächlich vielleicht 10 Minuten von wo ich wohne. Das ist definitiv genau hier in der Nähe. Wäre es. Ja. Cobra Kai, Never Die oder so. Strike First. Albuquerque Tour, ja, Albuquerque Tour. Albuquerque ist tatsächlich sehr im Kommen gerade, was Filmindustrie betrifft. Da wird sehr viel, wird auch gerade neue Studios gebaut. Ich glaube, Netflix baut da gerade. Albuquerque ist gerade sehr heiß. Nicht nur von der Temperatur. Muss ich irgendwann auch mal hin. Allein schon, weil Breaking Bad und Better Call Saul da spielen. Danke, Rainer. Vielen Dank für deine lieben Worte. Wladimir, ich habe die Frage schon 10-mal beantwortet. Hast du etwa nicht zugehört? Oder fragst du das nochmal aus Witz? Ich bin vor Castings nicht nervös. Also nicht nervös, nein. Aber ich freue mich auf jedes Casting. Lieblings-Football-Team? Keine Ahnung. Die Broncos? Wegen des Namens? Moment, sind Broncos Football oder Baseball? Es sind doch Football, oder? Denver Broncos? Denver Broncos. Football, ja. Die Denver Broncos natürlich. Also gar kein. Football interessiert mich gar nicht. MCU-Rolle, welche würdest du gerne spielen? Da gibt es sehr viele Rollen wahrscheinlich, die man gerne spielen würde. Also, was ja passen würde, wäre, weil er Deutscher ist und weil ich glaube, wenn ich mich blau anmale und mir den Bart rasieren würde, würde es fast passen. Nightcrawler wäre meine Lieblingsrolle. Ich liebe auch Nightcrawlers Fähigkeit. Nightcrawler ist einer meiner Lieblingsrollen überhaupt. Rollen meiner Lieblingscharaktere. Ich liebe die Fähigkeit, diese geile Teleportation mit diesem schwarzen Nebel und so. Wolverine ist natürlich super geil, aber ich weiß nicht, ob das passen würde. Also hauptsächlich in den X-Men, ehrlich gesagt. Ich liebe auch Magneto. Der hat eine coole, allgemeine coole Backstory. Ja, gibt natürlich sehr viele coole MCU-Charaktere. Bist du während des Castings nervös? Auch nicht. Ja, Heisenberg. Ah, da ist Heisenberg am Start. Danke für die Donation von dem. Ist das hier Geldwäsche, was du da gerade machst? Heisenberg, vielen Dank. Ja, wollte ich. Wie gesagt, zu viel vornehmen und so weiter. Und am Ende passiert nichts. Eines Tages. Schaffe ich es vielleicht? Ja, ist immer noch auf der Plan. Und wenn ich jetzt zurückgehe, ich versuche jetzt Deutschland, meinen Deutschlandurlaub ein bisschen für Struktur zu nutzen und ein bisschen Struktur in meine zukünftigen Pläne zu bringen. Ich versuche ein bisschen vorzuarbeiten, dass ich nicht die ganze Zeit schneide dort und das dafür dann auch zu benutzen, so als Reset, sage ich mal. Und deswegen, für so einen Film, ich muss einfach Leute einstellen dafür. Ich kann das nicht alleine machen, das ist einfach zu viel. Und dann muss ich ein paar Leute dafür bezahlen, dass sie mir dabei helfen, auf jeden Fall. On every fall. Verfolgst du die CrossFit Games? Nicht wirklich. Ich habe mir nur die Dokumentation darüber angeguckt. Das war sehr interessant, aber ansonsten verfolge ich das nicht so wirklich. Welche Gegenden von LA würdest du zum Wohnen empfehlen? Studio City, Valley Village, Sherman Oaks, Encino, Glendale, Pasadena ist ein bisschen weiter außerhalb. Um Larchmont ist aber sehr teuer. Das sind so schöne Gegenden, die teilweise teuer sind, teilweise eher am günstigen Ende, aber trotzdem nett sind. Und dann, ab dann wird alles andere teurer. Oder ich mag die Gegend nicht. Bist du zufrieden in der aktuellen Zeit? Ja. Ja, also für mich auf jeden Fall. Also zufrieden. Ja, doch, doch. Naja, was heißt so? Es gibt noch ein anderes Wort. Zufrieden und
noch ein anderes Wort. Ich weiß nicht, also so auf einer Seite ist mal, bin ich, glaube ich, niemals zufrieden, was nicht gut ist. Aber so, ich bin trotzdem froh, wie die Dinge sind, sagen wir mal so. Oh, Krillin wäre auch geil. Ja, das wäre eine geile Rolle. Krillin, hier. Shizu-Scheiben oder so. Kevin Schulz, ja, Krillin wäre geil. Die machen doch jetzt wieder was. Nee, warte mal. Machen die nicht einen neuen Dragon Ball Live-Action? Oder war das ein anderer Anime? Nee, ich glaube nicht. Ah, sorry, ich muss mal kurz zurück hier. Da. Joel, 22. Danke dir und vielen Dank, Joel. Und wir sind im Oktober eine Woche in L.A. Kannst du Six Flags Magic Mountain empfehlen? Oder gibt es da ein Video von dir? Ich war noch nie dort und ich werde eventuell niemals dorthin. Ich bin absolut kein Achterbahn-Fan. Ich bin das absolute Gegenteil davon. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, jeder, der Achterbahn und Vergnügungsparks liebt, von meinen Freunden, die schon dort waren, ob die hier leben oder die auch hier zu Besuch waren, die haben Six Flags sehr gemocht. Also aus der Sicht von jemandem, der Vergnügungsparks mag, ist es scheinbar empfehlenswert. Aber ich war noch nie dort. Und ich glaube, ich werde auch nicht die richtige Person da was zu sagen, weil ich keinen einzigen Vergnügungspark jemals mögen werde. Außer sowas wie Disneyland wahrscheinlich, weil da schöne Sachen zum Angucken sind. Oder Universal. Am Dienstag geht es dann nach Universal. Und das Video kommt dann wahrscheinlich darauf, vielleicht schon am Sonntag oder die Folge danach, die Woche danach. Ein Eis für die Kleinen. Vielleicht werden es sogar zwei Videos. Ich glaube, da wird so viel, ich werde da so viel filmen. Kann sein, dass es zwei Videos werden. Universal Tour 1 und 2. Ein Eis für den Kleinen. Dankeschön, Dietmar Sernitz. Dankeschön. Für den Kleinen. Vielen Dank für den Support. Danke dir. Und ja, nur ein Film, ne? Ein animierter, also ein Dragon Ball Film einfach nur. Weiß ich nicht. Ein One Piece Film kommt ja. Das, was, das, genau. Ah, da schreibt auch Mais. Genau, One Piece, das wird geil. Captain Deutschland. Gibt's eigentlich Captain Deutschland? Das ist bestimmt ein Nazi in MCU, oder? Alle deutschen Bösewichte sind alle irgendwie irgendwelche wiedergeborenen Nazis oder so, habe ich das Gefühl. Oder Hydra oder so. Ich meine, das ist ja... Moment, Hydra ist MCU. Ja, genau. Captain Nazi. Der neue deutsche Hollywood-Held. Wie das so ist in Hollywood als Deutscher. Du, Jacqueline, danke für die Fragen. Danke an euch alle für die ganzen Fragen. Ohne Fragen gäbe es diesen Livestream nicht, weil ich nicht wüsste, worüber ich reden soll. Also vielen Dank, dass ihr Fragen stellt. Das ist ja der einzige Content dieses Livestreams, den stellt ihr ja quasi. Kleinen Dank für deine Spitzenarbeit, finde deine Art und wie du die Reise- und Infovideos machst richtig gut. Liebe Grüße aus Lübeck. Ja, liebe Grüße in die fast Nachbarstadt. Schon ein bisschen weg, aber Lübeck, die schöne, schöne, schöne Marzipanstadt oder so. Lübeck finde ich sehr, ist eine sehr hübsche Stadt, finde ich. Also, Rainer Unsinn, danke dir. Danke dir, Rainer Unsinn. Und nochmal vielen Dank, Marc Radestock, für den 14 Monate langen Support hier. Wahnsinn. Noch danke, Marc. Schaust du die Serie 911 oder ähnliche? 911 habe ich noch nie gesehen, aber das ist so ganz typische Serie, wo jeder von meinen Stunt-Freunden mindestens einmal schon für gearbeitet hat. Das ist so eine typische Stunt-Serie, wo viele Stunt-Leute drin arbeiten. Ich selber aber noch nicht. Aber nee, habe ich noch nie gesehen. 911. Deutsches Fernsehen gucke ich ehrlich gesagt sehr selten. Vielleicht mal von der Heute-Show oder Extra 3 mal so ein Ausschnitt. Aber ansonsten nicht wirklich. Mal überlegen. Nee, oder vielleicht mal, wenn es mal dann doch einen guten Film oder Serie gibt. Ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich da was gesehen habe. Arbeitest du dann bei Universal oder machst du nur... Nee, ich mach nur eine Tour da. Das ist ja ein Vergnügungspark, Hans-Jürgen. Wäre lieber anonym. das ist ja... Universal Studios ist ja auch ein ganz einfach so ein Park. Und da einfach nur eine Tour.
Also durch diesen Park. Da kann jeder hin. Da kann jeder mit Eintritt zahlen. Eintritt zahlen und hin. Also, genau. Jo, 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 so ist das. Funky Pat. Krispy Kreme oder Randy's Donuts? Ganz ehrlich, muss ich gestehen, ich glaube, ich habe weder noch jemals gegessen. Donuts sind immer gefährlich bei mir, weil die von Soja wimmeln hier, die Donuts. Das ist nur mal eine Ausnahme der Ausnahme. Ich glaube aber nicht, weder noch habe ich jemals gegessen. Für die nächste Schüssel gesalzene Kürbiskerne, die du an Beramis in seine... Oh, gesalzene T.M. Also, okay. Nur weil das jetzt eine schöne Donation von dir ist, werde ich ihm mal gesalzene Kürbiskerne geben. Okay, 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 okay. Aber das ist dann schon fast wie ein Feiertag für ihn. Ich schaue keine deutsches TV, aber den Bullshit vom Bullshit schaue ich mir an. Genau, so im Prinzip. So wie TV Total, den Bullshit vom Bullshit TV. Warst du schon mal im... Gibt es eigentlich TV Total immer noch? Das wurde ja wiederbelebt. Ist das schon gescheitert oder wie sieht das aus? Ich weiß noch, das wurde ja wiederbelebt. Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahr, wann war das? Gibt es das jetzt nicht mehr? Was passiert mit TV Total? Gescheitert? Nicht gescheitert? Ich habe keine Pistole. Läuft noch. Ach gut. Weil das war ja sehr gespaltene Meinung. Manche haben sich sehr gefreut und viele haben dann super gehatet. Ich habe jetzt keine ganze Folge gesehen, nur mal einen Ausschnitt davon. Ah ja, gut, läuft noch. Aber ich schaue es nicht. Das läuft mit Onkel Puffy. Dann hat sich das jetzt wohl etabliert. Das neue Wort, etabliert. Hat sich etabliert jetzt? Das ist doch schön. Ah, in der Sommerpause, deswegen sieht man. Wenn ich was sehe von TV Total, dann war das immer so auf Instagram oder so. Also wenn dann auf Instagram und dann war da jetzt wohl nichts wegen Sommerpause. Okay. Ja, wie man sieht, auch jetzt schon in den Kommentaren sehr gespaltene Meinung darüber. Noch nicht gescheitert. der das recht gut macht, aber der ist so interessant wie die Serie, die er davor hatte. Ah, okay. Ja, manche haben, was ich so gesehen habe, manche, es war die Meinung war so, oh geil, entweder, so. Die Meinung war, oh geil, entweder endlich wieder TV Total oder die andere Meinung war, TV Total ist total scheiße und der Typ macht das schlecht. Und die andere war, die Leute lieben den Typ, aber lieben ihn nicht in TV Total, sondern seine alte und finden es blöd, dass er jetzt TV Total macht. Also das sind die drei Meinungen, die ich dazu gesehen habe. Aber kann ich jetzt nicht so sagen, ich habe dir keine ganze Sendung gesehen. Hörst du nachts manchmal Schüsse? Eher selten, Huckleberry Finn. Meistens sind das, ja, vielleicht schon, aber meistens sind das eher, ist das Feuerwerk oder so, oder Böller oder so. Man kann schon den Unterschied hören. Zumindest, wenn man hier eine Weile gelebt hat. Ja. Ja. Beramis, in welchen Staat willst du mal ziehen? Beramis will unbedingt nach Alaska, habe ich gehört. Mit einem One-Way-Ticket nach Alaska, ja? Ja. So, hast du schon mal Stars getroffen? Ja. Schon viele Stars getroffen. In den USA. In Los Angeles. Hier wimmelt es von den Stars, du. Obwohl du so lange nicht in den USA bist, bist du immer erstaunlich up-to-date über das, was in den USA, in Deutschland abgeht. Wie machst du das nur? Reiner Unsinn. Auf einer Seite, ich versuche so ein bisschen up-to-date zu sein. Zweitens, witzigerweise Kommentare von euch. Weil manchmal sage ich Sachen, die dann gar nicht mehr stimmen, so über Deutschland, sage ich mal. Also da kriege ich auch manchmal Informationen. Und dann auch über, ich habe ja natürlich noch viele Freunde aus Deutschland, mit denen ich vernetzt bin über Social Media, habe ich natürlich sehr viele Freunde, mein ganzes Leben vorher in Deutschland.
Und da kriege ich dann auch nochmal Informationen mit, was so gerade in Deutschland passiert. Ich habe dieses Jahr ein Auslandsjahr in LA geplant. Was denkst du, brauche ich im Monat an Geld, um nicht absolutes Minimum zu leben? Also ich würde schon mindestens, also absolutes Minimum, also mit 2000 ist es schon relativ Minimum, würde ich sagen. Aber man kann, also für meine Verhältnisse kann man mit 2000 gut leben, aber jeder hat ja andere Ansprüche. Aber 2000 im Monat kann man schon so einplanen. Oder sollte man? Je nachdem, was man für eine Wohnung zahlt und so. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Auslandsjahr, ob die da Wohnungen stellen oder sowas. Keine Ahnung. Kannst du surfen? Nein. Ich habe noch nie gesurft. Eines Tages vielleicht mal und dann falle ich direkt vom Brett. Ja, das Gute ist, Mike, holy moly, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, Mike, holy moly. Wie schaut es mit einer Einladung zum Casting aus in LA, während du gerade in New York bist und du sollst nächsten Tag da sein? Das geht sicher nicht aus, weil es könnte ja die Rolle sein. Mike, in dem Fall, erstens, das Gute ist, so gut wie kein Casting ist mehr in person, also live. Die meisten Castings werden aufgenommen. Einfach so, wie ich jetzt gerade hier bin. Dann stelle ich mir da eine Person hin, die liest die anderen Rollen rein und sagt, wo waren Sie gestern zwischen 12 und mittags? Und ich sage, ich war im Fitnesscenter. Fragen Sie meine Freunde. Also man spielt die Szene einfach zu einer Person off camera und nimmt das auf. Fertig, das ist das Casting. Und das heißt, man kann das einfach dann aus New York aufnehmen. Aber in dem seltenen vorher, vor Corona, war das nicht so. Da waren viele Castings auch persönlich, live. Und dann muss man, entweder konnte man dann sagen, oh, ich bin gerade nicht in LA, ich bin gerade in New York, für was auch immer. Kann ich das bitte tapen? Kann ich das aufnehmen? Und eventuell sagt Casting ja, eventuell hätten sie nein gesagt und dann muss man hinfliegen. Da muss man zurückfliegen, wenn man das Casting nicht verpassen will. Manchmal kann es auch verschoben werden, aber dann gerade für so kleine Rollen, da gehen die meistens kein. Da machen sie sich keine Umstände für kleine Rollen. So, aber ja, genau. Das sind so die Optionen. Hat Lynn einen eigenen YouTube-Kanal? Nee, hat sie nicht. Nur Instagram. Instagram. Ist, glaube ich, verlinkt unter den Videos mit ihr. Weiß gerade nicht, wie sie heißt. Lynn irgendwas. K.O. Lynn irgendwas. Irgendwas. Ja, den Germans in Venice kenne ich, aber nicht persönlich. Ganz genau, nicht persönlich. Aus Krefeld. War schon über 30 Jahre in Venice. Krass. Ja, nee, also kenne ich so vom Sehen irgendwie auf YouTube, aber persönlich kenne ich ihn nicht. Wo bleibt dein Merch? Kommt, Witz. eines Tages. Ja, ich muss mir gerade noch eine Entscheidung dazu treffen. Schwere Entscheidung. Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Und dann kann es passieren. Danke dir auf jeden Fall für die Donation. Kannst du mal dein Hintergrundbild zeigen? Du meinst jetzt meine auf hier auf Dingens, auf meinem Desktop. Ich habe drei verschiedene Hintergrundbilder. Ich kann euch jetzt eins zeigen, glaube ich. Das wäre, mal gucken. Das hier ist mein Hintergrundbild auf dem einen Bildschirm. Auf dem anderen Bildschirm, das müsste ich jetzt irgendwie umstellen. Habt ihr gerade mich überhaupt gehört? Hallo, hallo? Ja, habt ihr. Auf dem anderen Bildschirm habe ich ein schönes Haus an Lake Tahoe. Das ist zwar ultra extrem teuer, aber so ein Haus am See wäre so ein Traum für mich. Das muss nicht so extravagant sein wie das, was das ist, aber das war einfach ein sehr schönes Bild. Das ist tatsächlich viel zu groß, das Haus. Aber das wäre schon so ein Traum für mich, um so im schönen See ein Häuschen zu haben. Ja, ganz genau. Das kann ich aber gerade, also könnte ich, glaube ich, wahrscheinlich umändern. Ja, Teespring ist halt das Ding. Hier ist die Entscheidung. Teespring ist halt, macht man halt viel mehr Geld als YouTuber, weil man das da einstellen kann. Aber Teespring ist halt das Problem bei Teespring. Ich glaube, die Qualität ist nicht allzu gut. Hat jemand mal bei Teespring was bestellt?
Letztens wurde mal mir einer auf YouTube erzählen, dass in Amerika keiner mehr an der Kasse sitzt im Supermarkt, weil in Deutschland versuchen sie gerade die Kassierer abzuschaffen. Also Michael, die meisten Supermärkte haben schon, die meisten Supermärkte haben Self-Checkouts, ja, wo man selber das machen kann. Also selbst die Kasse quasi einfach nur das machen kann. Aber jeder Supermarkt, den ich kenne, hat Kassierer. Also das ist kompletter Quatsch. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Das ist kompletter Quatsch. Wirklich. Da steht schon, Teespring-Qualität ist lausig. Ich möchte halt keine Scheiße verkaufen, wisst ihr? Selbst wenn ich dann mehr Geld bekomme. Aber ich will halt nicht irgendwie, dass das Merch nach zweimal Waschen, dass das sich abwäscht und so. Weiß ich nicht. Lecker schmeckt das Wasser, du. Toll. Besser wird's, Rainer. Oh Mann, ey. Sehr schön flach. Da, Michael sagt, das ist gut gewesen bisher. Expresskassen, also ich weiß, bei uns bei Famila in Norderstedt, da gibt es eine Expresskasse. Das weiß ich noch, die war schon letztes Jahr da. Da gibt's das. So eine Selbst-Expresskasse. Aber Aldi zum Beispiel hat hier in den USA, die haben gar kein Express-Dingens. Also die haben gar kein Self-Checkout hier. Aldi hat in den USA das auch nicht. Zum Beispiel. Also gibt es Supermärkte, die das gar nicht haben, sondern nur halt Kassierer. Deswegen ist es komisch. Wer sagt denn, dass es da keine Kassierer mehr gibt in den USA? Noah, hallo Aramis, wie viel Kilogramm drückst du auf der Bank? Bank war nie so meine stärkste Disziplin. Ich würde sagen, momentan, okay, umrechnen. Also ich mache meistens halt 220, das sind 105. 105 Kilo, circa. Ne, es sind mehr als 220, wenn man die Plates 45. Also so ungefähr 105 Kilo und dann, also halt zwei große Platten hier, 245er. Und dann so ungefähr, ja, so 6 bis 8 Wiederholungen. Das ist so mein Maximal für den Wiederholungsbereich. 6 bis 8 Wiederholungen mit 100 irgendwas. Aber es ist auch das Stärkste, was ich jemals hatte. Ich bin bei Bankdrücken nie extrem gut gewesen. Gibt ja Leute, die drücken, was weiß ich. Kniebeugen ist so meine Spitzendisziplin, würde ich sagen. Obwohl ich das nie mache. Ah ja, und tschüss Deutschland. Ja, du, das kann sein, immer noch sein. Und tschüss Deutschland, dass ich irgendwann mal in deine Nachbarschaft ziehe. Und tschüss Deutschland. Ich überlege immer noch, nördlich von Atlanta. Atlanta ist eine sehr schöne Gegend, einfach nördlich von Atlanta. Und da gibt es so viele Seen und die Preise sind so viel günstiger. Da kriegst du für den gleichen Preis, womit du hier eine Einzimmerwohnung kaufen kannst, kriegst du da ein Haus am See. Und dann so, möchte ich dann unbedingt, muss ich dann unbedingt hier leben und nicht in Atlanta oder so. Also, ja. Ja, und da hat er, der Und tschüss Deutschland, hast du auch im Video ein paar, ne? Ein paar Videos, wo du das zeigst. Und tschüss Deutschland. Sehr schön finde ich das da. In Tennessee. Tennessee. Im Tennessee, wie man auch sagt. Da kamen gerade plötzlich so viele Kommentare auf einmal. Ah ja, an alle Leute, die gerade gehen. Ich sehe gerade, Leute gehen jetzt. Oh, guck mal. Immer noch über 1000 Leute. Wahnsinn. Wir neigen uns mal langsam den Ende. Sagen wir mal noch so 10 Minuten. Wir klingen das jetzt so langsam aus. Weil ich weiß, manche. Morgen ist Montag. Ab ins Bett, Freunde. Ihr müsst arbeiten morgen wahrscheinlich. Ihr müsst schlafen. Schlaf ist das Wichtigste überhaupt. Ihr seht es an meinen Augenringen. Also. Noch 10 Minuten ungefähr. Aber ich sag schon mal an euch. Danke, die jetzt ins Bett gehen. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für das Dabeisein. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich habe gehört, in manchen Supermärkten schiebt man den Wagen mitsamt Inhalt nur noch durch einen Laser. Scannt alles. Also Michael Leubel, wenn dann, glaube ich, in den Amazon Fresh Läden. Wenn dann bei Amazon.
Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube schon, bei Amazon haben die teilweise sowas. Es gibt ja jetzt hier die Amazon Fresh-Läden. Aber war ich noch nie. Muss ich mal hin. Wäre mal interessant zu sehen. Hey Aramis, kennst du Manfred Gilo? Den Polizisten habe ich schon mal gesehen. Der, wie heißt der Germanator oder so. Auch wieder der geilste Name. Also, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen kann ich dich das nicht sagen. Kommt mir vor wie so ein richtig, so ein Berliner, ne? Oder so ein richtiger Berliner oder so, ne? Auf jeden Fall, ja, also, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen kann ich da keine Einschätzung geben, aber ich würde mal, würde ich glaube ich machen, wenn ich in Texas wäre, wenn er dazu Lust hat. Ich glaube, der hat viel zu erzählen. Als Polizeichef in Texas und so, ich glaube, das ist schon interessant, was man da so zu erzählen hat. Und dann als Deutscher natürlich, das ist natürlich ein super Interview dann. Ich würde gerne mal mit ihm auf Streife gehen, du. Aber als Beramis auf Streife. Muss man noch voll geimpft sein für die USA? Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch nachgefragt wird. Am Griffith Observatory ja, wenn man rein möchte. Aber ansonsten, vielleicht in Bars, bin mir nicht sicher. Ich war so lange nicht mehr in einer Bar oder so. Ich glaube schon, aber nicht um einzureisen in die USA, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Tipps für Automieten in den USA. Babynator. Ja, ich habe nicht viel Auto. Ich habe ja meistens ein Auto gehabt, deswegen bin ich kein Profi, was das betrifft. Was ich aber sagen kann, logischerweise vergleicht alle Portale erstmal und normalerweise mietet über ein deutsches Portal, nicht über ein amerikanisches. In meiner Erfahrung bekommt man über die deutschen Portale die Versicherung immer inklusive und in den USA muss man da noch zuzahlen. Und das sind dann teilweise $20 am Tag, die man noch extra zahlen muss. Also deutsche Portale sind meistens günstiger im Großen und Ganzen. Das ist mein einziger Tipp und alles andere müsst ihr so halt dann vergleichen. Wie alt bist du? 31. Immer noch 31 Jahre alt. Für immer LA. Ich kann schon mal so zu 99,9% sagen, wahrscheinlich nicht. Also ein Traum wäre, dass man immer noch. Ein Traum wäre immer noch, dass ich hier ganz, vielleicht ein ganz kleines, sowas wie jetzt gerade, das behalte, selbst wenn ich irgendwie an die Ostküste oder so ziehen würde oder nach Europa, dass man hier immer was hat. Aber das ist natürlich weit in die Zukunft, würde ich sagen. Hey, es geht bald in die alte Heimat. Was fliegst du? Business, Economy? Ich habe mir tatsächlich dieses Mal Economy Plus gegönnt. Economy Premium. Ganz nobel. Das war nicht viel teurer, waren $200 mehr oder so. Und einfach, weil jetzt gerade, ihr wisst ja, wie es ist mit Fliegen und so. Und man hat dann, glaube ich, hat dann auch diese Fast Security Lane und so. Also ich alles, was irgendwie ein bisschen schneller gehen könnte und ein bisschen mehr Komfort, da mache ich mal Economy Plus hier. Ab geht's. Das Boot ruft. Ja, und tschüss Deutschland. Mike, dann noch eine schöne, noch einen schönen Tag auf dem See, würde ich sagen. Schönen Tag auf dem See wünsche ich. Beramis auf der Shooting Range. Und das nächste Video ist Beramis im Knast. Pyramids auf der Shooting Range. Das wird das. Ach ja, und übrigens, A.T. sage ich jetzt einfach mal so, weil du hier so heißt. Also vielen Dank für die Donation. Habe ich gar nicht gesagt, oder? Danke. Ab September für ein halbes Jahr. In Santa Barbara. Ich war tatsächlich noch nie in Santa Barbara und ich habe schon so viel Gutes darüber gehört. Das ist auch so ein Ort, wo ich unbedingt mal hin muss, weil ich den zeigen möchte und weil ich da selber hin möchte. Kann man immer gucken, Mai Mai. Ich habe mich schon ein, zwei Mal hier mit Patreon jetzt getroffen. Dreimal sogar. Economy Plus heißt, dass man einen Fensterplatz hat. Es heißt sogar Economy Premium, Freunde. Das ist nicht nur Economy Plus. Das ist richtig.
mit 3 cm mehr Beinfreiheit oder so wahrscheinlich und einem Gratisgetränk. Ich bin gespannt, ob das einen Unterschied macht oder ob es halt Müll war. Hans-Jürgen, okay, wir sagen das mal an deine Freundin so. Ja, lustig. Ja, danke dafür. Sind Beamte in den USA genauso schlecht gelaunt und langsam bei der Bearbeitung von Prozessen? Also, wenn du das in Deutschland denkst, dann multipliziere das nochmal mal 1000 und dann hast du die DMV in den USA. Also ein zehnfaches, tausendfaches Ja auf diese Frage. DMV ist die Hölle. Die Leute hassen dich. Jeder, der da arbeitet, man sieht, die hassen einen direkt. Aber egal, was man sagt, egal wie freundlich man ist, DMV ist da, wo man seinen Führerschein bekommt, sein Auto registriert, alle möglichen Sachen macht man da. Und da, ja. Sorry, den Namen. Cesura? Cesura, das ist ein cooler Name. Aber ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. Seizu. 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 Seizura. Das ist schon lange nichts draus geworden. Habe ich wahrscheinlich nie erwähnt, aber nee. Nee, nee. Bejo zum Beispiel, der Freund von mir, der wohnt da auch lange nicht mehr. Also nee. Nee, 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 nee. Mirko Bley, auch nochmal vielen Dank, Mirko, für diesen Kaffee von dieser Birne. Danke. Ja, bei Sissi, da wo Sissi wohnt, falls ihr die kennt, den YouTube-Kanal, theoretisch genau in die Gegend würde ich ziehen, wenn ich nach Atlanta ziehen würde. Aber was ich versuchen würde, da es in Atlanta in dieser Gegend halt viel günstiger ist, würde ich halt versuchen, wenn ich es mir leisten kann, dieses Apartment, vor allem oder irgendein Apartment oder vielleicht bei Phil irgendwas, ein Zimmer, das ich mir teile, dass ich immer auch noch easy nach LA kann, da Content machen kann, ein paar Videos drehen kann und so weiter. Aber ja, Frösche und Grillen, nö, das brauche ich nicht. Ja, ist nicht für jeden was. Für mich ist es genau das Ding. Da nehme ich auch die Stechmücken, wenn sie da sind. Aber ja, genau. Also das wäre so ein Traum, da es halt da viel günstiger ist. In Georgia, ja, in Georgia wird wahrscheinlich mittlerweile fast genauso viel gedreht wie in LA. Gerade in Atlanta. Da würden auch die ganzen Marvel-Sachen gedreht. Viele von meinen Stunt-Freunden, die sind alle nach Atlanta gezogen, weil sie in den ganzen, was weiß ich, in den ganzen Marvel-Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Comic-Con verfolgt. Gestern alleine sind schon, ja, was weiß ich, 15 neue Projekte angekündigt worden von Marvel. Und die werden zum großen Teil in den Studios in Atlanta gedreht. Also macht schon Sinn, auch in Atlanta zu wohnen, aber wäre schon ganz cool, noch irgendwie selbst wenn ich irgendwie bei einem Kollegen jedes Mal unterkomme, dass ich dann auch hier noch, ich habe noch einiges zu filmen hier in Los Angeles an YouTube-Videos. Lass den lieben Beramis doch noch frische Luft schnappen. Wollt ihr noch ein Q&A mit Beramis oder nicht? Vielleicht. Ich freue mich auf dein Merch und danke für die Geldwäsche. Gute Nacht und mach weiter so. Heisenberg, danke dir. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und nochmal danke. Ah, der gute Heisenberg. In Leadspeak sogar. Leadspeak Heisenberg. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und danke dir. Dietmar, sehr nett. Sahne für das Eis. Das Eis wird das heftigste Eis, das ich jemals gegessen habe. Es wird so groß mit einem Haufen Sahne drauf. Geil. Okay, mal sehen. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall, ja, lass Beramis schlafen. Gibt's den Dönerladen aus deinem Video noch? Ja, den gibt's noch, Matthias. Der Gründer heißt auch Matthias, der Besitzer. Den gibt's noch, ja, in Beverly Hills. Die laufen noch. Läuft noch, läuft noch, läuft noch. Viele Angelenos kommen ja in die Wüste, um Urlaub zu machen. Ja, das habe ich auch noch nie verstanden. Hast du davon gehört und würdest du auch mal einen Roadtrip aufnehmen? Trotz Armut können diese Countys hier sehr schön sein. Du ja, Nikolai Rau, zum Beispiel Palm Springs würde ich auf jeden Fall mal hin. Einfach mal, um das zu verstehen. Ich war nämlich noch nie da und
Ich weiß, da sind viele Resorts und so weiter und schöne Hotels und so, aber ansonsten weiß ich nicht ganz genau, wieso man in die Wüste fährt, um dort Urlaub zu machen. Aber ja, oder so, ich meine so, dann auch so, wie heißt der, Joshua Springs ist eine, Joshua Springs? Joshua, bin ich bescheuert? Joshua, nicht Joshua, Joshua Tree National Park, ist ja auch sehr schön. Da kann man sich auch mitten in der Wüste so ein Häuschen nehmen. Kommst du dieses Jahr nach Wacken? Mein Bruder und ich, wir haben überlegt, da einen Tag oder so hinzufahren. Wir haben keine Tickets, aber meistens kriegt man an der Straße nochmal so ein Tagesticket, die Leute so gerade noch loswerden wollen, weil sie doch nicht hin können. Für, was weiß ich, 60, 100 Euro oder was weiß ich. Und da überlegen mein Bruder, weil wir wohnen ja sehr in der Nähe, ich wohne 40 Minuten von Wacken entfernt. Und vielleicht machen wir einen Tagestrip an einem der Tage. Wann erhältst du deine US-Staatsbürgerschaft? Wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, sound so. Artemis? Ich heiße nicht Artemis. Ich habe tatsächlich ein T-Shirt, wo drauf steht, ich heiße nicht Artemis. Das hat mir mal eine Freundin von mir aus Witz geschenkt, weil Leute mich oft Artemis nennen, weil sie den Namen Aramis nicht kennen. Artemis ist ein Frauenname. Das ist eine griechische Göttin. Aber ich sehe auch schon ein bisschen aus wie eine griechische Göttin, muss man sagen. Ja, ich war tatsächlich schon mal in Joshua Tree. It's just me, Casper. Schon eine Weile her. Muss mal gucken. 3 Jahre her oder so, oder 4 Jahre. Aber da hatte ich meine neue Kamera lange noch nicht. Jetzt kann ich da richtig sehr viel bessere Aufnahmen machen. Also muss auf jeden Fall mal gemacht werden. Und ja, genau, Döner 12 Dollar bei Berlins ungefähr, kann man so sagen. Wie kamen deine Eltern eigentlich dazu, dich Aramis Merlin zu nennen? Ja, meine Mutter hat sehr viel, ist sehr interessiert an verschiedenen Geschichten. Und Merlin natürlich auch. An der Sage, Avalon-Sage und so. Und deswegen hat der Name aus der Sage, was laber ich, aus den drei Musketieren sehr gefallen. Und genau. Beramis aus Lake Tahoe. möchtest du US-Bürger werden? Welche Vorteile durch die Erziehung in Deutschland hast du in den USA? 2 gute Fragen. US-Bürger, ja, aber nur, wenn es doppelte Staatsbürgerschaft ist, ja. Welche Vorteile durch die Erziehung in Deutschland hast du in den USA? Man kann das ja nicht ganz so verallgemeinern, aber habe ich finanzielle Verantwortung gelernt. Disziplin, würde ich sagen. Und Pünktlichkeit, auch wenn der Stream heute 3 Minuten verspätet war. Und meine Familie nicht für Pünktlichkeit berühmt ist. Hallo. Das war schon mit meinem Opa so damals. Aber davon abgesehen ist auf jeden Fall, sind das so Sachen und Zuverlässigkeit. Das sind Sachen, die ich für, auch wenn nicht jeder so ist in Deutschland, wenn ich das vergleiche, pauschal, sehr viel deutschere Qualitäten sind als hier in den USA. Und die helfen einem ungemein. Hat schon mal jemand gesagt, ja, wenn man einfach pünktlich und zuverlässig ist, hat man schon 90% der Konkurrenz ausgeschaltet hier. Und vielleicht sind es keine 90%, aber da ist schon was Wahres dran. Gerade in Los Angeles, weil die Leute sowohl unpünktlich als auch unzuverlässig sind. Ja. 2 gute Fragen. Hattest du schon Covid? Nein, tatsächlich nicht. Gute Besserung an dich, Lisa. Ich hoffe, es wird bald besser. Ich hoffe, hoffe. Ich hatte es noch nicht. Ich habe regelmäßig immer getestet, musste es auch teilweise. Das einzige Mal, dass ich ansatzweise krank war, was halt vor ein paar Wochen war oder vor 2 Monaten, wurde ich 4-mal die Woche getestet. Nix. Ja. Nix. Gar nix. Also, so ist das.
Außer ich hatte es mal ohne Symptome, aber keine Ahnung. Ich habe Affenpocken aktuell. Der Deckel ist noch drauf. Sorry, ich wollte gerade irgendwas sagen. Irgendwas war hier gerade. Ah ja, hier, Nikolai Rau. Das musste ich aber noch vor loswerden. Ja, sorry, da entschuldigt er sich dafür, dass er mir Geld gegeben hat. Danke, Nikolai. Habe ich Nikolas gesagt? Nikolai. Coachella Tal ist ziemlich... Tal. Ist eine ziemlich schöne Ecke für Snowbirds. Aber besser sprich mit niemanden hier. Okay. Ich war da noch nie in dem Tal. Aber das Coachella Festival ist da natürlich auch und so. Aber war ich auch noch nie. Und ich glaube, da zieht mich auch nichts hin. Ich würde da, wenn, dann eher hin, wenn das Festival nicht ist. Aber sprich mit niemandem hier. Okay. Raphael, danke dir. Und wie findest du Boston, fragt er. Boston ist richtig cool. Wenn man länger New York-Urlaub macht, sagen wir mal so 1-2 Wochen, dann würde ich auch empfehlen, mal den Zug nach Boston zu nehmen. Das ist nicht allzu weit entfernt. Und Boston, ich war einmal da, zweimal sogar, hin und zurück, weil da wurde Ava gedreht, der Film. Film mit Ü. Wieso sage ich immer, ich sage so oft Film, das ist echt traurig. Film. Das ist nicht gutes deutsches Schauspiel, wenn meine Aussprache nicht perfekt ist. Boston fand ich, habe ich halt nur ein paar Tage gesehen dann, weil ich da halt gearbeitet habe, aber was ich gesehen habe, war richtig cool. Hatte sehr viel mehr Charakter im Sinne von älteren Charakter. Die Stadt sieht älter aus, weil die Stadt ist ja auch sehr viel älter als L.A. zum Beispiel. Hat sehr viel mehr europäisches Flair, teilweise auch so enge Gassen und so. Dann gibt es da das, was weiß ich, italienische Viertel und so. Und das war richtig geil. Da zu Fuß konnte man richtig geil zu Fuß erkunden. Hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Für eine Stadt. Hab mich natürlich auch gerade sehr gut gefühlt da, weil ich gerade gearbeitet habe. Und da fühlt man sich immer gut. Vielleicht hat das auch noch dazu beigetragen, dass ich dachte, ah, alles ist toll gerade. Aber meine Erinnerungen an Boston sind sehr positiv. Vielleicht war ja schon mal jemand da. Sagt gerne Bescheid, falls ihr mal in Boston wart, was ihr davon haltet. Ich fand's gut. In Frankreich ist Merlin ein Familienname. Merlin und Merlot. Ja, habe ich noch nie gesehen tatsächlich, aber es ist cool. Ich benutze das ja im Prinzip. Dann denken die Leute, dass ich Franzose bin hier. Ja, habe ich schon. Das hat noch mal hier, der Gnosch hat noch mal gefragt, hast du eigentlich schon dein 100.000 YouTube-Gedöns? Hatte ich ja vorhin ausgepackt, aber kann gut sein, dass da ein paar Leute, die jetzt dabei sind, nicht dabei waren. Hier noch mal für die Leute, die nicht dabei waren vorhin. Danke, ihr habt diesen wunderschön schon verstaubt Spiegel möglich gemacht. Sehr cool. Hänge ich mir an die Wand, beziehungsweise stelle ich mir auf meinen Schrank. Also nochmal danke auch an die Leute, die vorhin nicht dabei waren. Danke euch sehr. Danke euch sehr. Sehrmals. Wo ist die Trinkvase hin? Die war gerade leer, deswegen habe ich die Flasche genommen. Eigentlich müsste ich das in die Trinkvase füllen. Detroit, ja, über Detroit habe ich nicht allzu viel Gutes gehört. Aramis, meine Mom hat Corona, war bei meiner Tante, ich habe es zum Glück nicht. Muss jetzt 14 Tage in Quarantäne, bin gerade richtig sauer auf meine Tante. Was, so lange muss man in Quarantäne da noch für? Ja, genau, Henning Reich, Boston ist sehr europäisch, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und der Boston-Akzent ist super geil. Der Boston, aber in Boston haben die Leute halt wirklich so einen Ort, wo die Leute halt wirklich noch so einen richtig krassen Dialekt haben. Und der so Boston-amerikanischer Dialekt ist so, so cool einfach. Also, den müsst ihr euch mal anhören. Zum Beispiel Bill Burr. Bill Burr, der Comedian, okay, hat jetzt nicht mehr, manchmal geht er so absichtlich in den Boston-Akzent, aber richtig geil. Richtig lustig. Ja, Lillebror, sorry, ich bin schon wieder mitten im Thema gesprungen. Lillebror, ich wünsche dann deiner Mutter eine gute Besserung. Und dass du negativ bleibst. Wünsche ich dir.
Sam muss gerade eine Nachricht bekommen. Einfach mal, bist du geil, wenn man kriegt eine SMS, liest und vergisst, dass man gerade in einem Livestream vor wie vielen Leuten sitzt. 1100 Leuten sitzt und die einen dann einfach nur angucken, wie man hier sitzt und nichts macht. Cool. Ja. Schön. Wie hatte ich damals mein Schauspielvisum bekommen? Ich hatte ja erstmal ein Studentenvisum. Dadurch hatte ich mein erstes Arbeitsvisum, was halt nicht wirklich viel gebracht hat. Aber dann konnte ich zum Beispiel Call of Duty machen. Das war ein sehr großer Job für mich und der unter anderem hat mich für, der hat mich dann zum Beispiel für das Schauspielarbeitsvisum qualifiziert. So. Ja, das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Oregon ist ein geiler Staat für ein Haus und dort zu leben. Absolut, Stefan. Kann ich, glaube ich, genauso bestätigen, auch wenn ich da noch nie gewohnt habe. Ja, Witz, danke für deinen Support und ich sag dir eine gute Nacht in die Schweiz. Vielen Dank für deinen krassen Support. Sorry, da war gerade irgendwas. Dein Lieblingssong, uff, der Siggi, ganz schwer zu sagen. Ganz, ganz schwer zu sagen. Zu viele, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Zum Beispiel meine Heavy Metal Playlist hat 500 Songs drin und ich mag die alle sehr gerne. Und es ändert sich auch dauernd, was ich gerade so viel höre. Je nachdem, wie meine Stimmung ist. Oder ob ich gerade beim Training bin oder nicht. Sorry, da war gerade. Irgendwo war hier gerade. Ah ja, hier, Nachbar. Mache ich gerne mal so eine Autoshow. Ich habe einen Kollegen, der ist dauernd auf Autoshows und so in L.A. Und der weiß immer, wo die sind. Ich muss den mal fragen, dass er mir Bescheid sagt, weil ich weiß immer nicht. Dann sehe ich das auf Instagram in seinen Stories und denke, ja, cool, das wäre geil, das zu filmen. Gerade war wieder dieses Beverly Hills Autotreff und so. Das sah so geil aus. Da waren so krasse, verrückte Autos. Es wäre so gut gewesen, da zu filmen, aber es war dann zu spät. Ich muss ihm mal sagen, dass er mir Bescheid sagen soll. Der weiß immer, wo diese ganzen Events sind. Irgendjemand hat gerade was mit Metal und Singen und Oper und so gefragt, aber ich sehe die Frage nicht mehr. Ich hatte die nur so von einem Auge gesehen. Wie ist das Autotuning so dort? Komme aus der Schweiz und würde es gerne wissen. Also, ohne da jetzt, nimm mich nicht beim Wort, ich kann es ja nicht ganz genau sagen, aber ich sag mal so, es gibt bestimmt irgendwelche Regulierungen oder dass man das anmelden muss. Aber es macht niemand. Kann ich dir ganz genau sagen. Es gibt so viele ganz gestört getunte Autos oder die sonst was aus ihren Autos machen und das ganz sicher nirgendwo angemeldet. Ganz sicher nicht. Das ist halt wieder so eine Wilder Westen-Situation. Hier. Nachricht von deinem Agenten, dass Kevin frei dich als Nightcrawler casten will. Ja, rufen wir mal an, direkt beim... Achso, das du meinst von hier. Dann würde ich hier so sitzen. Genau so. Und dann werde ich wieder endcastet. Du, 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 du. Lieben Grüße ins Schwabenländle, Bianca. Ja, das habe ich auch, weil sie schon 74 ist. Ja, oh Mann, nervig und echt, echt blöd. Ja, ich will nochmal gute Besserung. Nochmal, doppelt hält besser, Lillebror. Doppelt hält besser. Was ist Tuning für Autos von dort so? Also, im Prinzip ist Tuning aus einem Opel Corsa einfach mal kurz den in den Ferrari umzubauen oder so. Was man hier teilweise sieht, ich kenne mich leider überhaupt nicht damit aus. Also ich kann euch gar nicht sagen, was genau und wie und was weiß ich. Aber teilweise sieht man Sachen, die gefühlt 15 Auspuffe hinten dran haben. Natürlich nicht. Aber die komplett, das Auto ist so, um so ein Stück einfach erhöht. Oder so, auf so ein, das wirklich über die Straße schabt, so tief gelegt. Sind so krank, wenn man so ein getunter, das ist ja sehr beliebt, diesen Honda zu
einen Honda Civic hier, den Coupe zu tun. Und teilweise, wenn die hier bei mir, gerade bei mir fahren, die dauernd vorbei, die sind so verdammt laut. So verdammt laut. Den hörst du, würdest du in Deutschland in der nächsten Ortschaft noch hören und dann wird die Polizei direkt kommen. Also, das ist, da gibt es gar keine Grenzen hier. Ja, Nightwish ist tatsächlich auch dabei, Chris Pflug. Meine Playlists, da, du hattest das gefragt, Christoph Reimers. Meine Playlists sind, wenn du unter meinen, ich glaube nicht in der Beschreibung von diesem Stream, aber geh einfach mal zum neuesten Video oder so. In der Beschreibung von meinen Videos ist ein Link zu allen Playlists von mir. Zu allen Playlists. Das ist ein Link. Ich hoffe, der funktioniert immer noch. Den habe ich vor Ewigkeiten mal gemacht. Und dann solltet ihr zu allen meinen Playlists kommen. Aus verschiedenen Genres. Metal, Klassik, Filmmusik, nur Klaviermusik, mein YouTube-Kanal, alles Mögliche. Meine Chill-Playlist, die so, meine Autofahr-Playlist quasi, so eine Roadtrip. Hast du mal nachgedacht, bei der WWE anzufangen? Mit deiner Stunt-Ausbildung könntest du locker den Titel holen. Hans-Jürgen, du, WWE, das ist auch eine ganz, das ist auch wieder eine ganz andere Industrie, sage ich mal, da reinzukommen. Da gibt es auch sehr viel Konkurrenz. Das ist, da muss man wirklich sein ganzes Leben zu widmen, glaube ich, da wirklich reinzukommen. Tim Wiese war das, wie der da rein, weiß ich nicht genau. Das ist wahrscheinlich, weil er halt schon Torwart war und halt irgendwie bekannt war. Das ist dann was anderes, wenn man schon sehr bekannt ist und dann irgendwie da reinkommt. Aber ansonsten muss man sich da schon wirklich reinarbeiten und so. Und das ist wirklich auch mit sehr viel Hassel und Arbeit verbunden und Passion dafür, die ich vielleicht nicht habe. Außer als Beramis vielleicht. Das wäre mal lustig, Beramis in der WWE. Das wäre das beste Video, das ich jemals mache, wäre, der hätte den Titel Beramis in der WWE. Und nochmal Grüße in die Schweiz. Sind voll viele Schweizer dabei. Ich habe auch gerade mal in meiner Statistik geguckt. 4%, das klingt nicht viel, sind aus der Schweiz, aber da die Einwohnerzahl ja relativ geringer ist, ist das schon recht viel. 4% meiner Zuschauer sind aus der Schweiz. Die schöne Schweiz. Ich hoffe, ich schaffe es bald mal in die Schweiz tatsächlich. Ich würde unbedingt gerne mal. Ich war tatsächlich, war ich noch nie in der Schweiz. Wirklich. Also noch nie wirklich was gesehen. Da. In Österreich war ich halt auch meistens nur an der Bahnstation. Oder in den Bergen, im Skigebiet. Einmal in Wien. Oh, einmal, okay, never mind. Ich war auch mal in Salzburg und so. Trinkgeräusche. Frankfurt. Warst du schon mal in Chicago? Nee, Chicago, auch sehr lustiger englischer Dialekt, der da gesprochen wird. Chicago-Englisch. Nee, war ich noch nicht. Tatsächlich. Tatsächlich war ich da noch nicht. Aber Chicago, habe ich gehört, ist sehr schön im Sommer. Das ist jetzt vielleicht schon zu spät, aber vielleicht nächstes Jahr mal im Sommer nach Chicago. Braucht man einen Drohnenführerschein in den USA? Nicht unbedingt, gerade wenn man zu Besuch ist. Man muss halt aufpassen, wo man fliegen darf und wo nicht. Wobei man in den meisten Gegenden, wo es verboten ist, wahrscheinlich trotzdem keine Probleme bekommen würde, aber man sollte sich ja schon so ein bisschen daran halten, einfach. Aus Anstand, sage ich mal. Ey, bei diesem Feuerwerk, das habe ich gar nicht erzählt, glaube ich. Oder habe ich das? Habe ich das erzählt? Bei dem Feuerwerk, ihr wisst noch letztens in Huntington Beach, falls ihr das Video gesehen habt, wo ich beim 4th of July war. Da war ja dieses Riesenfeuerwerk am Meer. Da sind Leute, original, zwei Drohnen, die sind durchgängig durchs Feuerwerk geflogen. Wo ich dachte, seid ihr komplett bekloppt? Die sind durchs Feuerwerk, immer so zwei Drohnen. Und drumherum und durch. Ich denke, Alter, was seid ihr? Ich würde da nicht mal 100 Meter neben fliegen. Weil auch überall, da sind ja überall Feuerwerk gewesen, halt dann nicht illegale Feuerwerke, aber es interessiert ja kein Schwein. Aber einfach durchs Feuerwerk, also die komplett verrückt. Vor allem das Verrückteste, weil da auch Menschen unter sind. So. Ja, halt Klassiker. Also Klassiker, Wilder Westen-Style. Hat man, glaube ich, ich habe gar keine Aufnahme, wo, die waren halt sehr klein.
Aber zwei Stück waren da. Aber ich habe gar keine Aufnahmen. Vielleicht findet man online Aufnahmen davon tatsächlich, von den, wie Leute da durchgeflogen sind und dran vorbei. Gibt es viele Street Racer? Man hört schon immer mal so ein Straßenrennen in der Ferne. Um 3 Uhr nachts plötzlich. So eine Scheiße. hört man schon öfter mal. Mitbekommen sehe ich sehe es sehr selten. Außer halt einer, der halt so mega die Straße lang ballert. Aber so diese One-on-One habe ich noch nie gesehen. Man hört es aber öfter, dass es halt zwei. Dass man zwei Leute da sieht, die sich brennen. Elfi! Elfi. Vielen Dank, Elfi, für deinen super Chat ohne Nachricht. Aber dann mal liebe Grüße an dich, Elfi, und vielen Dank an dich. Danke, 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 danke. Kannst du mal vorlesen, aus welchen Ländern Leute so kommen von deiner YouTube-Statistik? Also es ist nur Deutschland, hauptsächlich, dann Österreich und dann Schweiz oder dann Schweiz und Österreich und dann USA. Und das ist im Prinzip alles. Und dann die anderen sind wahrscheinlich irgendwelche. Man kriegt ja auch zwischendurch irgendwann mal so einen Fake-Follower oder sowas. Das passiert ja auch. Genau wie auf Instagram sind plötzlich irgendwelche Fake-Kanäle, die einen abonnieren. Und dadurch kommt dann auch mal irgendwie Indonesien oder sowas zustande. Aber es sind schon, glaube ich, über 85% Deutsch. Und dann irgendwie so 9% Österreich und Schweiz. Mehr oder weniger. Hast du noch einen Geheimtipp? Es kommt tatsächlich, eins der nächsten Video wird 12, meine 12 oder was auch immer für eine Zahl, es wird meine Lieblingsdinge in Los Angeles, die man machen sollte hier unbedingt. Und ein davon oder zwei Sachen davon werden Geheimtipps sein. Und einer davon, den ich unbedingt empfehlen kann, ist, auch wenn man keinen Jazz unbedingt mag, hier in einen Jazzclub zu gehen. Und zwar sind das nicht unbedingt nur ein Jazzclub, sondern das ist zum Beispiel im W Hotel oder im Sofitel Hotel. Das sind mega teure Hotels. Die haben einmal in der Woche Jazz Night. Und die ist gratis, ganz genau. Gratis ist die. Gratis ist die Jazz Night und ich habe da schon Stevie Wonder gesehen. For free. Das meist und die Leute, die da immer auftreten, sind meistens Emmy Award, Grammy Award winning Songwriter und Instrumentalisten. Das ist wirklich Weltklasse Musik, die man da hört und alles gratis. Und dann gleichzeitig tauchen plötzlich einfach mal irgendwelche Gastleute aus, die da einfach, zum Beispiel Stevie Wonder, plötzlich so, oh, guck zu, man steht genau daneben, plötzlich steht Stevie Wonder da so. Und da, ja, oh ja, hier ist Stevie, sing mal was. Und dann singt er was, da, 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 da. Einfach nur krass. Und auch der, na, wie heißt er? Ich vergesse immer seinen Namen, der ist auch in The Office, in das Büro dabei, der spielt Daryl. Gott, Chris Robinson. Daryl, The Office. Wie heißt der Schauspieler? Craig Robinson, nicht Chris Robinson. Craig Robinson, auch übrigens gleichzeitig ein sehr guter Musiker, der war einfach da. Dann noch so ein anderer, den ich nicht kannte, habe ich vergessen, wie er heißt, aber habe ich auch aufgenommen, werde ich euch dann zeigen und wieder mich daran erinnern, wie er hieß. Also schon Wahnsinn. Man sieht da wirklich wahnsinnige Musiker, Weltklasse, for free. Und es ist immer eine sehr gute Stimmung. So richtiges, das ist halt so richtige Stimmung, dass das hab das Gefühl, das gibt es nur hier, diese Art von Stimmung. Gratis, Freunde, gratis. Was gibt es schöner? Wo habt ihr die E-Bikes gemietet? Das haben wir tatsächlich. Es geht darum, um die E-Bikes. E-Bikes am Strand in Santa Monica, wo wir waren. Einfach, die standen einfach, da stehen überall Stationen von so E-Bikes. Da muss man die App runterladen und schaltet die frei. Und dann fährt man los. Und am Ende zahlt man über die App.
Ganz einfach. Also es gibt natürlich auch so es gibt auch Stände am Strand selber, wo man für $10 die Stunde oder so ein E-Bike mieten kann. Aber es gibt auch einfach durch die Apps. Da gibt es original, es gibt einfach 100 verschiedene Apps für E-Bikes und Roller und so weiter mittlerweile hier. So, Freunde. Angelina Jordan, sehr talentiert. In L.A., ah ja, cool. Aufstrebende Jazzsängerin. Angelina Jordan. Nächste Video, der zweite Teil der Tour, kommt wahrscheinlich Donnerstag, würde ich sagen. Ich möchte nicht ganz so lange warten. Also wahrscheinlich Sonntag, auch wenn jetzt natürlich die letzten Tage, bevor ich fliege, sind. Mal gucken, wie das jetzt so wird. Ja, und Klaus Reinsch, wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du dann lieber bei den Crips oder bei den Bloods? Keine Ahnung. Bei den Broncos. Wie spät ist es bei dir? Beste Question ever. 20 nach 2, mittags. So, ich glaube, ich mache mal jetzt Schluss hier. Es sind unter 1000 Leute gerade. Das ist ja ganz schlimm. So wenige Leute. Nein, also wirklich wahnsinnig, dass so viele Leute dabei sind. Die Farbe Blau ist, glaube ich, besser für mich. Aber ich mag Blau und Rot, beide schöne Farben. Schwarz. Gibt es eine Gang, die die Farbe Schwarz trägt? Das ist meine Lieblingsfarbe. Also, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Eine erfolgreiche Woche. Und dann wahrscheinlich Donnerstag das nächste Video. Nächster Livestream Ende August. Ja, an alle Patreon und YouTube-Mitglieder kommt wahrscheinlich in 2 Wochen der nächste Livestream. Eigentlich wäre der nächste Woche, aber dann reise ich wahrscheinlich gerade, deswegen wird das schwer. Aber in 2 Wochen für alle Patreon und Mitglieder und so, dann und so. Oh, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz in mein E-Mail-Postfach gehen, falls ich da was verpasst habe. Habe ich nämlich. Oh Mann, ey. Okay, nochmal danke an Reno F. Punkt. Hoffe, du bist noch dabei. Danke für die Donation. Danke an Steffen Bass. Punkt. Für die Donation. Vielen Dank. Danke an Ingrida S. Punkt. Vielen Dank. Ich will nicht den ganzen Namen vorlesen, weil ich nicht weiß, ob das gewollt ist, aber ihr wisst ja, wer gemeint ist wahrscheinlich. Vielen Dank und danke an Matthias Grr. Punkt. Vielen Dank an euch. Also, ja. Liebe Grüße nach Deutschland. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr seht mich und bis dahin auf Wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für euren Support. Nochmal danke. Das muss nochmal ins Bild hier. Danke dafür. Und auf Wiedersehen. Wo beende ich den Stream? Ich habe so lange keinen Stream mehr gemacht. Ich weiß nicht, wo ich draufklicken muss. Hier. Okay. Also. Dankeschön. Peace. Peace. Langgezogenes Peace, weil ich das jetzt runterlegen muss und dann hier auch draufklicken muss. Peace.